guten Tag YouTube und willkommen zurück zu Super Smash Bros. Brawl, was man, nee, ist Brawl nicht, was man nicht sehen kann, aber das interessiert euch wahrscheinlich alles gar nicht. Ja, da sitzt was sehr viel Interessanteres hier drüben für die meisten Leute wahrscheinlich, ja, ne? Aber irgendwie habe ich meine Technik schon wieder kaputt gemacht, Mann. Okay, wisst ihr was? Ich switch einfach gleich zur Main-Scene, ansonsten wird das hier richtig kacke, Alter. He got a waifu. Hi, guten Tag, Leute. Guten Tag, willkommen. Super. Wer ist denn das? Uiuiui. Hallöchen. Okay, Leute, erstmal vorweg, bevor ihr gleich so alle notgeil werdet, wie ich es schon bin. Ja, okay, Smash hat es schon beendet für mich. Never mind. Ist überhaupt jemand interessiert, online in die Arena zu kommen? Ansonsten würde ich gegen Randoms kämpfen, Mann. Ist das die, die Fotos auf Insta posten? Nein, 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 nein. Nein, jetzt bin ich nicht. Nein, es ist Major Medusa? Nein, nein. Major Medusa? Nein. Nein, 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 nein. Shit hat eine Freundin. Zwinker zweimal, wenn du gegen deinen Willen da bist. Explode Mod. Okay, Leute, ich mach dann einfach schon mal eine Arena auf hier. Wir lassen mal das Passwort draußen, das brauchen wir nicht, Mann. Dann können die einfach reinkommen, Jungs und Mädels. Warte, haben wir Mädels hier? Ja, eins. Mm. Ich hab eins hier. Step into the ring. Todak kommt später, er ist erstmal im Bett. Great, Alter. Viel Spaß, ich verpiece mich wieder. Goodbye, Escape. Oh, da ist schon Loop drin. Guten Tag, Shiro. Willkommen auf dem Stream an dich. Pokémon-Trainer. Uff. Okay, keine Ahnung. Boah, jetzt muss ich. Je nachdem, wenn der, wie der Chat jetzt abgeht, man. Naja, nö. Verantwortung. Verantwortung? Was für eine Verantwortung? Das ist fucking Livestream auf YouTube, von denen es 10 Millionen schon gibt, man. Ne, 10 Millionen ist übertrieben, aber. Unter der Bereich ist schon ganz akkurat. I'm the hero of this land! Du bist fucking Shiggy. Uff. Oh no, er hat Grabs, Alter. Nein, meine Super Armor! Oh Leute, ich hab ganz viel Casual Smash nur gespielt mit 5, 6, 7 Mann in der Runde. Ah, nicht wie gesagt, Knoss. Nee, wie gesagt. Uff, ey. Warum hab ich den Helden genommen? Warum nicht ich mein Mii? Mit dem kann ich kämpfen. Ja, wie haben wir uns denn kennengelernt? Uff. So ein Feuerball, Junge. Oh. Bist du überfordert? Ja. Ah, du bist so goldig, ey. Nein. Wie wir uns kennengelernt haben, naja. Da wo ich mein BVB. Da wo ich halt mein BVB mache, ne? Offensichtlich. Naja, offensichtlich ist es nicht. Alter, ich bin gerade. Alter, man. Luke, du pisst mich gerade richtig an mit diesem Shiggy. Du hast keine Ahnung, wie du mich. Mann, pisst, Mann! Da war Super Armor! Warum hat das nicht funktioniert? Alter, ich krieg gerade nicht diese. Ich hab kein Mana. Alter, ich bin so schlecht gerade. Ich krieg eine Krise. Danke für den Crit, Hero. Vielen Dank. Erstmal auf Insta folgen. Locker gescampt. Nee, also. Sie ist mir aufgefallen im BVB und ich habe dann die Eier zusammengenommen, habe mich mal so in die Nähe dazu gesetzt und so kam er dann ins Gespräch rein, ihr lieben Leute. Ja. Da war ich sehr stolz auf mich, dass ich die Eier dafür hatte. Oh no, er chillt. Last Stock. Okay, komm schon mal. Jetzt schickt sie im Keller fest. Nein! Die ist freiwillig hier, okay? Das kann sie bestätigen. Hoffe ich doch. Die ist freiwillig hier, oder? Echt? Weißt du, keiner hat noch nicht, niemand hat nach deinem richtigen Namen gefragt, oder? Hab ich schon was verpasst? Ich wollte gerade nur wissen, ob das Halsband anpasst, weil jemand nach Princess Peach gefragt hat. Oder er ist letztens aufgefallen, die hat halt so ein Stachelhalsband an, das sie gerne trägt. Und es ist aufgefallen, so, Bowsette, what's up? Ja. Na, natürlich, Mann. Bang! Accelerate! Ich will nicht den ersten Kampf verlieren, dann bin ich kacke, Mann. Wie ein Mädchen, ich bin Gamer.
Sadie, was los, Mann? Ich bin auch Gamer und Mädchen sind super. Du weißt Stück A neben mir. Nein, fucking hell. No. Nein, ich bin, oh mein Gott, was? Wie kann er die Ledge gekillt? Bin tot, oder? Nee, noch nicht. Ich bin geerdodged. Und Luna, was zur Hölle machst du kaputt da drüben? Ich glaube, er hat sie aus seiner Schule mitgebracht, ja. Genau, da habe ich die da geklaut, ne? Seid ihr ja schon seit 3 Jahren eine Freundin? Uff. Luke fragt. An wen geht denn die Frage, Luke? Nee, der spielt ja Hero. Ich spiele nicht gut, okay? Wie wir gerade eben gesehen haben, ich habe gegen Luke verloren. Oh mein Gott, der Shieldbreak. Uff. Guten Tag, Jadex. Willkommen im Stream. The Gentleman is Jadex. Ja, das ist complicated. Da ist ein Haufen Background Story und jetzt viel Gedöns, was du noch nicht Bescheid weißt. Weil es jetzt verwirrt war, so wie gesagt, wer ist Jadex? Sie muss doch thick für Jonas bleiben. Leute, ich weiß nicht, was ihr alle habt mit eurem thick. Was ist so geil an Thickness? I don't know, man. Könnt ihr auch zusammenspielen? Ich weiß, in der Online-Arena ist es, glaube ich, nicht möglich. Guten Tag, Arsch, ja. Willkommen aus Team Andy. Was meint die? Naja, sie ist mehr so das Anime und Music Grill. Gaming ist eher so nebenbei. Es ist doch sehr cutig zu sehen, wenn sie Zelda spielt. Die ist dann noch so ganz vorsichtig und schüchtern. So, uff! Plötzlich kommt ein Girl in Jonas Trieb. Direkt alle Pervert Thoughts. Du glaubst, 2 Stunden wir beim Smash zuschauen mit langweilig. Uff. I heard anime. Nightcore Lo-Fi Weeps. Nein! Shiro, du musst ja nicht die ganze Zeit dabei bleiben, aber so lange werden wir leider auch eh nicht streamen können, weil wir später schon wieder weg müssen. Uff. Was? So. Was kriegst du Follower schon dazu? Kriegst du Follower? Ja. Ja, Mann, wir pushen bei Major Medusa auf Insta. Auf geht's. Major underscore Medusa. Ja, bei 300. Ja, wenn ihr. Manchmal erscheint mich dann auch auf den Fotos. Ja, aber ich meine, sieht das natürlich schon eh nicht. In meinem Story-Highlight-Tipp. Alter, was ist los mit Luke, Mann? Der rasiert hier übelst. Livestream with Girlfriend. Gott, Luke. Nur Livestream-Titel voll. Nein. Macht sie Cosplay? Hat es noch nicht. Sie hat es. Ja. Luna, weißt du? Die ganze Zeit ist diese Fotze ruhig da drüben. Wir machen Livestream, auf einmal muss sie alles auseinanderwerfen und kaputt schmeißen. Hat sie dir das Profilbild auf Discord gezeichnet? Ich will nicht antworten. Ich will nicht antworten. Soll ich antworten? Doch. Ich kann auch antworten. Ja, später irgendwann, wenn ich dran gewöhnt bin. Achso, also darauf zu reagieren. So. Ich stehe zu meiner Hentai-Leidenschaft. Was? Meine Leidenschaft. Wie stehst du dazu? Gut. Hä? Okay, normal wäre jetzt. Das ist okay, das scheint ja gut. Das ist toller Diamant. Aber wenn das so Lolli-Scheiß ist, dann ist das wirklich so. Lolli-Scheiß. Ja gut, ne? Boku no Pico zählt nicht, oder? Das ist eher so eine Mode. Ja, das ist eher so für Yaoi-Fans. Ja, nee, ich meine nur, weil ich es schon mal gesehen habe, ja, weil das auch. Diese Mutgrube kacke ja. ist. Ich hab Euphoria. Nicht. Don't do it. Gott.
würde ich ja mitspielen, weil den Controller driften härter als ein Need for Speed Spiel. Nirvana. Red Shepard Box ist so toll. Also da bin ich dann, ich bin echt nur, mein einziges Expertengebiet ist Videogames. Die hat dann so ein weiteres Wissen. Warte mal, guck mal, denn der T-Shirt ist unsichtbar. Das ist, weil der Greenscreen noch einschaltet, also das Grüne von der T-Shirt. Geil! Warte. Das ist, weil der Greenscreen noch eingeschaltet ist. Warte. Guck mal. Was kann das wieder von meinem Leben? Oh, das Grüne. Ah nein, jetzt hab ich was kaputt gemacht an OB. Ah nein, mach's. Steck's da hin. Danke. Steck's da. Wo ist jetzt der Chat hin? Ah, ich mach alles kaputt. Technik ist schwierig. Was für ein Zeug ich nicht. Nein. Ich raste da aus, man. Ich weiß, wenn meine Technik nicht funktioniert, man. Das ist einfach kein möglichen Grund mehr. Boah. Ich weiß nämlich, wer dieser Cypher ist. Sehe ich zum ersten Mal. Wahrscheinlich irgendjemand, der seinen Namen wieder geändert hat. Ihr lieben Leute, ne? Ja. Guten Tag, Benny. Goodbye, Benny. Also Benny kommt und geht. Also steh. Bin überfordert des Todes. Warum? Weil dann, keine Ahnung, alles. Wie viele Zuschauer haben wir denn überhaupt? Ich hab Angst. Ich bin 15, wir haben 15 Zuschauer gerade. Oh mein Gott. Oh, guck mal, Sadie so fragt auch gerne. Wenn ich irgendwelche so Mini-Livestreams auf Instagram mache, wo ich einfach nur da sitze und Scheiß labe, dann hab ich mal 5. Ja, du bist ein Mädchen. Dadurch haben wir jetzt automatisch jetzt schon deutlich mehr Zuschauer. Normalerweise werden jetzt hier nur so 6 Leute. Ah. Aber du bist gerade. Du bist jetzt gerade so für das Interesseobjekt. Jonas, ich möchte mich bedanken. Ich habe wegen dir mehr Spiele gemocht und gelernt, dass man hart arbeiten muss. Ich sage dir nicht danke. Alter, du bist willkommen, Mann, Alter. Harte Arbeit ist geil. Und der City Factor Game Pass, ja. Jo. Ja, wir sind ein Pärchen. Joa. Expla, du bist Cyp. Why you changing name? Why you doing this? Why you bully me? Weiß sie von den Yaoi-Fanarts? Ja, die Yaoi-Fanarts habe ich ihr gezeigt. Jetzt kann Yunus mit Girls baiten. Mach ich ja schon einen Titel. Voll cute. Nun, man könnte sagen, dass es einmal etwas anderes ist. Ja, standardmäßig immer nur Yuno-Typ mit roter Mütze. Ah, stimmt. Ihr wisst gar nicht, aber mein Ruf auf meinem BVB ist, dass ich der Typ immer mit dem roten T-Shirt und der roten Cappy bin. Ich weiß, könnte man sich gar nicht denken, so wenn ich Livestream und immer rote Cappy und T-Shirt trage in den meisten Fällen, aber das ist mein Ruf. Ich jiete rum, Alter. Ich bin immer das Unkraut am Rumjieten. Das macht richtig Spaß, Leute. Aber Leute, wir müssen ein neues Meme rein. Leute, wir brauchen ein richtig geiles Meme. Ich muss jetzt mal Luke mal so richtig wegfetzen oder irgendwie wegfetzen und dann zeige ich euch einen neuen Spruch. Der von Chan? Ja. Wenn ich das mache, klingt es komisch. Ja, ich muss das sagen. Ja, ich muss aber passen zu. Klingt einfach wie Chan. Ich kann dann wie Chan trainieren. Ja. So! Fuck! Komm mal. Ich muss auch treffen damit, das ist das Problem. Sonst macht das kein. Oh Junge! Boah, so perfekt. Junge! So das ist so geil, wir haben so einen Teilnehmer. Weil da kannst du immer einfach, immer wenn du sagst, so Junge, kommt von dem ein so Junge, was lautes zurück, Mann. Das ist so lustig, Mann. Wenn du den suchst, musst du einfach so Junge rufen und dann hörst du es irgendwo anders. Uff. Yes. Das ist auch was. Du spielst Hero, du Untermensch. Ich spiele Hero, weil er Spaß macht. Ich habe Spaß an meinem Spiel. Luke, deine Schreckensherrschaft ist vorbei. The Hero of Time is here to save the people. I did it. I killed him. Ich habe ein Shield. Feuerball, Junge. Uff. Oh. Ah, mein Schild ist zu small. Uff! Das hat gesessen, Mann. Hero 2 OP.
Ja gut, die Crit-Chance finde ich auch ein bisschen passt, ehrlich gesagt. Das ist ja so ein Hitball, wenn Crit mit Smash-Angriffen ein bisschen passt. Was hätte ich mich sehr viel gefragt. No! Ich hab keinen Super-Armor gehabt. So, Junge! So, Junge! Was ist passiert? Solche Wörter wie Yeet hast du noch nie benutzt. Ja, Yeet habe ich schon häufiger benutzt, wenn ich mit meinen Freunden irgendwie irgendwas gezockt habe. Yeet, aber das ist, wenn du halt so, ich bin halt in dem Gartenbereich Gala und dann, wenn du halt so Unkraut yeetest, also eigentlich heißt es ja yeeten, ja, Unkraut yeetet man. Aber dann hast du so eine Gabel, mit der du halt, dann springe ich auf die Gabel raus, das ist immer dieser Sprung zum Yeet und dann... So eine Art Heugabel. Ja, so eine Gabel, Mistgabel. Das klingt ein bisschen so, als ob du so eine normale Gabel yeet. Magst du die Yaoi-Fanarts? Nein. Nicht so geil. 3, 2, 1, go! Ja, aber da passiert nichts, Leute. Hört auf, mir Follower zu geben. Macht nichts und gibt Follower. Ja, folgt bei mir, ich bin aktiv. Folgt Majo mit Lisa, die macht da wenigstens mal auf Insta. Ja, zeichnen und so. Die Jonas ist nur offen in der Naht, ja. Und ich bin sehr glücklich da. Danke der Nachfrage. Ja, genau. Das geht nie wieder weg. Ich bin so junge auch nicht. Ich bin so der Trendsetter. Außer so jung, das ist nicht von mir. Aber das Uff. So. Du warst, glaube ich, am Anfang so die erste Person von wegen, oh, dieses Uff ist nervig. Ja, es hat ja, es nervt mich ja auch. Aber mittlerweile macht sie es selbst, weil fast jeder im Internat ist auch so am Uff. Gibt es irgendeinen Spruch, der von mir irgendwie. Außer Mau, also aber eher ein Tick. Nee, eigentlich nicht. Fällt gerade nichts ein. Wer geht was? Ist auch überlegen, ja. Warte. Ich bin so. Yeet, Alter! Gerade ist ein Pfeil für Jugend. Wir machen mit Scheißnamen jetzt zu werden. So ein Feuerball, Junge! So, Junge! Hallo. Bam! Smash Attack! Oh! Ausgewählt. Wird man es mir verbieten, Yaoi-Fanarts in ihrer Anwesenheit zu machen? Nein, du sollst eigentlich ist sie zeichnet ja selbst viel und viel. Ich glaube, du bist ja sehr kritisch bei manchen Leuten, weil sie zeichnen. Kannst ja sehr kritisch werden, ich finde das besser. Ja. Also eigentlich will sie eher, glaube ich, unterstützt das eher, dass Leute zeichnen, dass sie sich künstlerisch ausdrücken. Weil ich habe auch mal richtig Scheiße gezeichnet. Geht. Ja, nee, so war das nicht gemeint. Ich meine, beispielsweise, wenn ich damit vergleiche, meine Schwester, wie die jetzt zeichnet, also ich meine, mit 12 habe ich definitiv besser gezeichnet. Man muss halt motiviert werden, man muss halt dranbleiben, man muss üben und dann wird man auch automatisch besser. So. I missed your stream. Thanks for entertaining me. Yeah, wir können nicht so lange machen. Wir müssen später wieder zurück mit unserem Zug fahren. Wir sind wieder 3 Stunden unterwegs. Oh! Hero against Hero, Mann. Du bist durch die ganze Gamescom gerannt, nur um mich zu treffen. Du hast mich gefunden. Ja, das war echt ein bisschen sadie. Das war so... Vor allem, ich wusste nicht so... Yuki. Ich so... Who the fuck is Yuki? Wer ist das? Es kam mir erst später, dass du das warst. Da war ich auch die ganze Zeit so... Yuki? Weil... Ah, hast mich ja getroffen, also alles easy, ne? Ist ja easy. Ach, Sashiro, willkommen im Stream. Wie heißt ich auf Insta? Marionutz. Genauso auch sonst überall, du mit. So wie auf. Ach, ich bin so fett. Du bist noch in der Lobby, Nintendo? Ja, gut. Oh no. Achtung, und. Ich hab's geschafft. Was? Ja, ich hab nicht aufgepasst, ja, ich weiß Gedanken. Es war ein Datenfehler von Nintendo. Die Arena ist gestorben. It's Batman. Ich bin sehr, dass ich nicht durchkommen konnte. Auch nicht. Ja. Ist schon scheiße. Leute, ich will gerade herausfinden, wie ich auf Insta heiße. Ich will kein neues Insta-Foto machen, weil ich eh noch keins habe. Wo ist mein Profil? Ja, Marionutz. Kleingeschrieben. Das bin ich. Guten Tag. Weil ich meine, ihr braucht mich nicht zu followen auf Insta. Ich mach da nichts. Ich hab's nicht vor, was zu machen. Soll ich was machen auf Insta?
Weil du wolltest ja genug behinderte Bilder, die du hochladen könntest. Ein bisschen zu peinlich, oder? Muss ich an die hochgekrempelte Hose erinnern. Nee, okay, das jetzt nicht, aber denk dran, also was ist in Space Fox, du ja nicht, aber beispielsweise Rick und Steven, die haben halt auch richtig behinderte Sachen, laden die da manchmal hoch. Und da du ja auch da bist, das war halt auch behinderte Sachen. Alles gut. Es fördert meine Online-Präsenz. Ja. Oh fuck, Alter. Aber ob sie dieses Monster erschaffen von Mibro, Alter. Ich hab ihnen das Potenzial gezeigt, wie gefährlich sie sind, weil das mein Main ist. Jetzt muss ich gegen sie kämpfen. Nicht die Kugel der Verdammnis, das ist normalerweise meine Waffe. Warum wird sie gegen mich verwendet? Was soll das jetzt? Ich will es gerne wissen. Hocus Pocus! Oh, ich bin eingeschlafen. Danke, Hocus Pocus. Always great. Wait, Feuerball. Alter, Ex-Black, gleich wechsel dich zu meinem Mi-Fi. Dann gehen sie bei Azure Doom. Ma, ich merke einfach, dass ich Ewigkeit nicht gezockt habe, Mann. Du freundliches Affen. No! Ich sehe, da ist gerade ein Facebook. Ich irgendwie einen Account habe, aber irgendwie hab ich das nicht. Also, es existiert, aber da ist nichts drauf. Obwohl ich ja mein. Nee, du hast ja wenigstens Profil mit, das hab ich nicht. Ich hab nur einen Namen. Uff, ey. Bam! So, Junge! Uff. Scheiße. Was hat er denn? Versehen, oh warte, das kann ich von mir. War irgend so ein anderer Charakter von dir. Irgend so ein anderer Mensch. Oh scheiße, hab ich selbst. Von mir. Ich weiß es nicht. Ich kann nichts mehr. Ja, okay. Ja, das ist mies, Alter. Sie kann richtig cute Anime Voices machen, Leute, und es ist verdammt mies, to say the least, ey. Warte, warum mach ich Upsmash? Magic Boost, du! Überlebt! Nein, er ist nicht. Okay, One Stop, komm schon. I refuse to lose to anime. Wait, I am anime right now. Fuck. Du bist der Verdammnis. Ich sehe einfach, wie du meine Taktiken so übersnacks gegen mich selbst benutzt. Das ist voll uncool gerade. Bam! So, Junge! Ich wollte schon sagen, du warst so jung. Nein, ich hab kein Mana gehabt, fuck! No! Nein! Yes! Drei! Bam! So, Junge! Puh! Lebt deine Katze, hab ihren Namen vergessen. Fotsu Musashi, hast du mir genannt. Ja, Luna lebt und macht da drüben alles kaputt. Potter und meine Mutter kümmern sich ja darum, um sie, während ich halt weg bin, also. Keine Sorge, der geht's gut. Too much hero. Könne die Linke mal erklären, was ein Space Fox behindert sein soll? Was? Was erklären, was ein Space Fox behindert? Ach so, Also die behinderte Art, die sie ja haben. Also ich Alles. Die sind halt manchmal einfach dumm. Aber es ist nicht, das, ich meinte nicht negativ, ich meinte lustig behindert. Im Sinne von lustig. Ich bin ja ein Space Fox. Wäre es ja eh behindert, wenn ich so sagen würde. Diese Scheiße. Und Feuerball, Junge! Ja, was Kugeln ist. Da mochte ich Kugeln. An deine Freundin. Hätten sie etwas dagegen, wenn ich sie mit Doom anlege? Ah, The Gentleman, die, natürlich. Wissen die, wie alt ich bin? Ich glaube nur die wenigsten wissen, wie alt ich bin. Das ist voll schräg. Und es hat noch keiner gefragt. Das ist auch weird, ey. Genau wie immer noch der Vorname nachgefragt wurde. Ja, okay. Und das habe ich sogar so laut angesprochen, deswegen ist es noch weird, ey.
Mann, Leute, ja. Was habt ihr euch denn beigebracht, ey? Ihr seid schlimm. Ja, man kann mich enttäuscht. Gerne mit du ansprechen, weil sie ist. Ich meine, sie ist so alt. Sehr schräg. Weiß er nicht. Sieh ich aus wie. Ja. Uff! Der Crit, Alter. Hero ist nicht. Hero ist nicht busted, Leute, okay? Hedgehog Man! Süße. Excuse me, right now. I joined right now. Hi, Rabbi. Willkommen zu Stream. Willkommen zu Stream. Willkommen zu Stream. Fuck you, Hero. Fuck! Ja! Nein, kein. Ich sehe, wie du spielst und immer wenn ich dann Smash. Ja, du, keine Ahnung, wie viel Smash hast du schon gespielt? Du hast jetzt vielleicht so 10 Stunden höchstens in Smash, in Spielstunden, während ich meine Stunden gesammelt habe, seitdem ich fucking 4 Jahre alt bin oder so. Okay. Ja, also Smash hat auf dem N64 gestartet. Okay. So, Junge! Yeet! Yes! Freundliche Frage annehmen. Jo, danke, Leute. Hab ich schon wieder fast vergessen gehabt. Spät ist es 15 Uhr. Okay, wir haben noch ein bisschen. Das ist doch eine Dice, wenn man mit einer Attacke 50 Damage macht. Das ist ja. Wait, a girl, what the fuck happened? Uiuiui. Doesn't he trigger if you write he hey? Boah, jetzt hat Jens die Information revealed. Ah, okay. Wow. Nice. Wie alt bin ich? Jetzt. Expla. Ich bin gerade einfach nur zutiefst enttäuscht, dass du mich das fragen musst. Ich bin gerade zutiefst enttäuscht, dass du nicht weißt, wie alt ich bin. Es steht in der Scheißbeschreibung und wir regen uns immer darüber auf, dass Leute mich nach meinem Geburtstag fragen. Ja, wenn ich. Bei mir ist es oft so, wenn ich da keine Ahnung auf Instagram. 21 auch, noch, ich joke. Auf Instagram werde ich auch immer noch. Weißt du, ich habe so als allererste steht da 16 Jahre alt und ich werde trotzdem meine die erste Frage nach, wie geht's und was machst du so, wie alt bist du? Ja, gut. Ja, so eine Anstandsdienste. Das sind dann, glaube ich, so. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das richtig einschätze. Das sind meistens diese Fuckboys, die einfach also irgendwie stellen. Und, ja, nee, Chan wäre wahrscheinlich dann. Der würde erstmal darüber reden, dass er ein Junge ist. Der schwanz bis zum Mond so, geht Junge! Wieder zurück. Ja. Da so eine Sprachnachricht. So, Junge! Also zu meiner Verteidigung, Chan hat ein 13-jähriges Mädchen angefangen. Und der ist ein paar Monate älter als ich. Echt? Ich glaube, Chan ist ein paar Monate älter als ich. Ist auf jeden Fall auch 22. Was? Ja. Ich dachte, der ist 17. Nein. Was? Und es ist auch aus wie 17. Okay. Ich würde jungen Leute, das Geheimnis ist die Mütze. Ja. Ich bin auch nicht viel besser. Ich glaube, Jens ist der, bei dem ich gemeint habe, so, der ist nicht so begeistert davon, dass ich 16-Jährige als Freundin habe. Weißt du, jeder andere ignoriert das voll oder unterstützt das sogar voll, dass wir. Okay, wir wurden von Anfang an wurden wir geschippt da von allen, von den Betreuern und von allen anderen Teilnehmern wurden wir geschippt. Ja. Instantly. Halt aus. Man immer halt aufeinander hängt, das ist ja, nö. Denn so Freundin von mir, die hat mich und Dino immer so getippt, da wir beide so. Sei doch in Anführungszeichen. Sie ist noch keine Women. We shouldn't ask a girl woman how old she is. Oh, that's true, Rabino. Before that is in the description. Oh, then I remove it. Wow, das ist jetzt wirklich gut. Ach, Luke, Alter, warum? Wir haben beide den gleichen Charakter mit dem gleichen Skin. Nö! So, Junge! Also, wir diesen. Das Hexen, aber das ist kein richtiger Trend. Ja, aber das hab ich ja auch. Wir beide, oh mein Gott.
Oh, ich habe mir die Meise. Uff. So. Oh, mein Fuß ist nicht so lang wie sein Schwert. Fuck. Wenn auf Hero zu spielen. Hör auf, über Hero rumzuheulen und kommt drauf klar, Junge. Uff. Ich wechsle wahrscheinlich erst den Charakter, wenn ich sterbe, ohne den Spiel. Scheiße. War es das wert, Luke? Ich glaube nicht. Das Alter ist wirklich eine Zahl. Naja, so ein 40. Unter 16 wäre es für mich immer noch mehr. Ja, stell dir vor, wir müssen meine Schwester daten. Oh nein, Mann. Ja, das wäre jetzt schon, Alter. Ja, stimmt. Ja, ich hab dir auch zu ihm gesagt, ich wollte ihm ja die Nummer von meiner Schwester geben. Weil dann würde ich wahrscheinlich nicht mögen, so weil die auch auf diesem Anime-Trip drauf. Du hast sie dazu verleitet. Ja, ich bin so schön. Du hast sie, Alter. Wie gibt's das, Alter? Okay, Clang machst du. Ich meine, meine ganze Familie so gesehen, weißt du, alle meine Cousins. Ah, das war zu langsam. Auch so. No. Fuck. Keine Ahnung, wenn du so ein 40-jähriger alter Sack wärst, dann würde ich auch nichts von dir wollen. Ja. Das wären wir dann. Oh, zu. Nee, Alter. Oh, ey. Ich hab erst gedacht, du wirst 17 oder so. Ich war geschockt, als ich gemerkt habe. Also, ich schon 22. 22 bist du. Ich wirke einfach deutlich jünger als ich. Ja. Jahre Unterschied ist eigentlich. Meine Eltern sind 10 Jahre aus. Ja. Das ist weird. Das ist weird. Boah, bounce, fuck. Oh, shit. Komm mal auf meinen Last Stop schon. Das war ein deutsches Geschild, ey. You are dead. Thank you. Let him play what he want, just have fun, that's what the game is about. Let's arrest Jonas. No! Bin immer noch viel besser als Chan. Okay. Jens, woher weißt du, wie man Chan schreibt? Ready? Fucking Stalker, Alter, ey! Träger, ich krieg da Angst vor dem. Ja, Jens ist schon ein komischer Vogel. Ist sie größer oder kleiner? Nee, in der Höhe her ist sie kleiner, also. Definitiv. 80. Fast 1,80. Wo ich fast 1,80 bin. Aber ich bin mittlerweile bestimmt 1,80, Mann. Das war Ewigkeiten her, seitdem ich das gemacht habe. Person aus. Ich will einfach nur hoffen, dass ich 1,80 bin. Hey, bei mir steht. Wir können erst mal 2,17. Bei mir steht 1. Shit. Weil du jemanden kennst, der Chan heißt. Wieder Chan? Ich kenn eigentlich nur zwei Chans. Einmal diesen. Wow. Ja, aber das sind beide so geschrieben, wie das wohl nicht. Nein, keine Kugel der Verdammnisrolle. Daher kennt ihr den gleichen Chan. Jetzt beleidigt er seine Zuschauer als komisch. Also Jens, ich weiß ja nicht, ob du mich kennst oder mich gelivestreamt geguckt hast, aber ich beleidige gerne meine Zuschauer. Das ist nichts Neues. Nein, keine Superarm. Nein! Was war das für ein billiger Feuerball, ey? Bisschen kacke, dass Janus so einen Stern verurteilt hat. Nur zum Fall. Zum Fall, sag ich. Okay. Zu schnell. Jetzt raus. No, ich hab ein Schild. Ist Majo ein Furry? Nein. Er ist ein Furry. Das wäre mir schon irgendwo aufgefallen und da wäre schon irgendwo ein Gespräch passiert, also nein. Die ist kein Furry. Da kommt auch immer drauf an, was Leute unter Furry verstehen. Oh nein! Nee. Hey, ich hab 88, ich bin Nazi. Fuck, geht nicht mehr, ich bin kein Nazi mehr. Fuck. Warum nimmst du mir meine Nazi, mein einziges mir?
Keine Ahnung, ich glaube, scheiße. Aber auch ich glaube, die sind auch mehr immer so abgeboten, halt das MAJ schon zu schreiben wegen meinem ja. Namen. Ah, die Kugel der Verdammnis, Mann. Warum gibt es eigentlich keine eigene Musik? Weil ich zu faul war wegen der den Einstellungen, das zu ändern. Deswegen habe ich das Ingame-Musik an. Nehmen wir wieder, dann wünsche ich noch, dass die Leiste irgendwo drin im Stream ist, damit man immer weiß, was für ein Song abspielt. Da war ich einfach zu voll und stressig und naja. Hatte da was anderes am Wochenende, mit dem ich Zeit verbringen wollte, ne? No. Nicht vor der Kamera, Jonas. Könnte ich das Mikro was lauter machen, was spielst du auch nicht? Klar, kann ich mal anpassen. Also Sound müsste jetzt vom Spielleiter sein. Wer ist hier in Furry? Hat Jonas sich verlassen? Kommt darauf an, was für ein Grad von Furry. Oh, you like cat girls, you're a furry. Oh. Uff. Cat girls. Ui. War was, ne? Ah, meine Katzenohren. Ui. Ui. Ich hab zwei Paar. Zwei Paar Katzenohren oder was? Ja, ich hab diese einen, die wie so diesen Haarreif haben, mit den Glöckchen. Ja. Und ich hab noch welche, die man so an die Haare klippen kann. Die sind so kariert. Aber ich war ja auf der Animatic, dieses Kleid, wovon ich schwärme. Wenn ich mir das gekauft hätte, dann hätte ich diese Ohren richtig geil so diesen Mix tragen können. So. Uff. No. No. Ah, fuck. Ah, super Armor, Bitch! Nein, Mensch, mir war zu cool. Nein, er kann mich grabben auf meinem Schild. So. Yeet, Alter. So, fuck. Auf mit Scheiße zu werfen, Link. Alter. Der Regen, wie schön er ist. Bam! So, Junge! Hilfe. Ist Hilfe von mir oder gibt's noch schon? Hilfe ist von dir. Hilfe. Hilfe Obwohl, ist von ich glaub, dir. Ich hab das von. Nee. Oh nein, ich hab das von einer Freundin. Scheiße. Ja, naja. Fast alles, was wir sagen, haben wir von irgendjemand anderem. Ich meine, allein unsere Sprache ist etwas, das uns jemand anderes beibringt. Halt, stopp. Halt, stopp. Das ist too much, ey. Nein. Es gibt Wörter, die ich. Es gibt Wörter, die. Warte, Dings wie. Kabayerik und Cutic. Kabayerik. Aber es kommt nicht so häufig. Hilfe ist schon eher was von dir. Hilfe aber schon aber Kabayerik ist wirklich von dir. Du bist Kabayerik. Sitzt ein Magic Medusa auf eine Switch. Ja. Sadie, was war der? Oh, das war der Bait. Oh, fuck. Yes, she has Switch. Uff. Wird immer noch keiner nach deinem Vornamen gefragt. Ja. Ich glaube, die sind alle zu schüchtern, weil die, glaube ich, Angst haben vor mir. Kann ich mir vorstellen. Ja, aber mein Name ist eben. Ich heiße ja nicht umsonst anders. Anders, alle anders. Ich bin Jonas. Spielt mal Minecraft zusammen. Oh, das wäre kompliziert. Da müsste ich andauernd alles erklären in Minecraft, oder? Minecraft habe ich. Oh, da komme ich nicht. Scheiße, über habe ich noch nicht zu. Ja, was soll ich noch, sagen? Ja, ich hab noch nicht so viel. Ich hab, ja, du bist noch casual, was ja, Gaming angeht. Ja, Pokémon habe ich gespielt. Ein Fire Emblem-Spiel. Der, der Instagram-Name reicht. Reicht. Gut. Da fragt jemand nach dem Foto. Darfst du da? Darf er das? Ja. Die Frage nochmal kommen. Nee. Ja, genau. Ja, du darfst danach fragen. Ja. Wartet auf Frage so. Voll asozial. Ja, ich heiße mit Vornamen Lisa Marie. Hab ich Nightbot deaktiviert? Nee, irgendjemand hat auch vorhin FC gemacht, oder? Also, wenn du mit Nightbot meinst, mit der Musikplaylist, ja. Hat sie Minecraft gespielt? Nee. Du musst zugucken. Wie gesagt, Leute, sie ist mehr der Anime- und Music-Type-Girl, während ich nur Videogames habe. Obwohl bei Musik ist auch wieder, da findest du, ich bin da sehr
Doch, Musik bist du sehr drin. Bei Linkin Park bin ich auf jeden Fall, da weiß ich alles Mögliche, aber alle anderen Bands ist ein bisschen. Ich habe über die Bands nicht so viel. Juli. Lieblingsanime? Lieblingsanime ist No Game No Life. Ja. Immer, ist Jonas anstrengend? Ich hab meine Momente. Manchmal? Also es kommt auch immer auf die Präsenz von anderen Teilnehmern an, wo ich mich dann... Allein ist anstrengend. Allein? Ja. Allein bin ich anstrengend? Ja. Ja, okay, gut. Ja. Wenn andere dabei sind, hältst du mich... Dann halte ich mich zurück, wenn ich mich mit den anderen die Hosen so hochziehe. Ja, nee. So, Junge! So, Junge! Erstmal den Boden ficken, ja. Das hast du nicht gemacht, ne? Nee, dabei, das war zu. Ich hab aber überlegt. Ich hab überlegt. Das musst du machen. Ja, wenn die nächstes Mal da irgendwie da sind. Oder so eine Säule. Säule? Weißt du, Chan hat so. Wer hat denn den Mülleimer vergewaltigt? Glaub ich, Chan. Musst du auch machen. Wenn ich auch mag. Mag war das. Beide haben's gemacht. Wenn aber nicht den Mülleimer. Dann sucht ihr eben Säule. Säuli. Oder Fali. Ja, Fali. Nicht mein Fali. Nee, mein der ist doch gar nicht hier. Das ist mein Fali. Der ist doch gar nicht den hier. Den darf nur ich ficken. Darf nur ich vergewaltigen. Warum mobbt ihr Chan? Das ist kein Mobbing. Okay, es ist. Chan ist so eine Person. Der hat so viel Vertrauen in sich selbst und ist so von sich selbst überzeugt. Den kannst du alles an den Kopf schmeißen. Es juckt den einfach nicht. Er ist so von sich selbst überzeugt, Mann. Und es ist einfach. Er ist unsere Quelle der Schadenfreude, mehr oder weniger. Ja. Die haben da mal den Fickgang gemacht, wo sie so nach vorne sich durch die Luft gebumst haben. Und haben die auf so einem Grashügel, hat dann Chan seinen Schlüssel verloren. Dann sind wir mit einem Suchtuch von so 10, 20 Mann über diesen Grashügel, um seinen Schlüssel zu finden, Mann. Das ist einfach so lustig, Mann. Das macht's nicht besser. Wir haben ja auch nicht gesagt, dass wir besser sind. Dürft mich auch mobben. Ich wollte gerade sagen, wir teilen aus, aber ich stecke auch ein, wenn jemand was gegen mich sagt. Ich würde mich gerne fertig machen. Bitte jetzt nicht. Außerdem, ich fertig machen außerdem bin ich mit, sind wir mit Chan in der Mafia drin. Ja. Die Mafia hält eh immer zusammen. Also, ihr kennt die Person gar nicht und ihr versucht uns jetzt schon hier zu judgen oder zu beurteilen hier. Ich habe ja keine Ahnung, wie es wirklich ist. Armer Chan, Chan, der klärt die ganzen Chicas, Mann. Der klärt die ganzen Chicas. Die ganzen 13-jährigen Mädchen da. 12 hier. Die Frage ist ja, jetzt hast du Jojo geschaut. Jojo's Bizarre Adventure. Ich habe davon gehört und in der Irrenanstalt werden öfter mal irgendwelche Dings von da reingeschickt. Ja, Jojo ist einfach so eine Meme-Quelle. Ja, also na dann, ich habe noch nicht wirklich was davon gesehen. Ich hab What? Ich bin so. Scheiße. So scheiße, weil ja, du nicht so. Ich habe nichts Ahnung. Hab, so. Ich fühle mich gerade Dings, weil Kuno hat ja auch diese Freundin, worüber ich mich aufrege. Und die hat ja keine Ahnung von Animes und so weiter. Und ich reg mich halt darüber auf. Und ich fühle mich gerade so wie diese Freundin. So. Ich habe keine Ahnung von irgendwas. Ich bin sehr froh, dass ich dich nicht über Videospiele gerade ausquetschen. Ja, ich wüsste auch. Das mach ich kann nur über Animal Crossing höchstens reden. Einigermaßen. Pokémon war gerade so. Gerade so mal so Pokémon. Ja. Nee. Und Feuerball. Nee, doch nicht. So, Junge. Nein, nicht so, Junge. Fuck. Ich lehne Duncan ab. So etwas würde ich einer Frau nie antun. Ah, Jadex ist wieder der Gentleman, ey. Richtiger Pro-Codex drin hier. Das ist Sanic. Das ist Sanic. Siehst du doch offensichtlich. Sonic und der Schwarze Ritter. Eindeutig. Das erklärt die Schwerter. Steht die Frage nicht. Aber okay. Hi Nisei. Willkommen im Stream. What? Ah ja, super Armor. Oh, oh. Schön an die Kante gehen, ey. Ich hab die Beste. Oh, gut. Ja, sag das so lieber. Ansonsten denken die wieder was anderes. Ja, morgen ist Schule. Das hab ich montags nochmal. Nee, ich hab schon Mittwochs, was ich Glück. Hi Luigi. Hello, it's me, Luigi. Nambato.
Voll rein. Ein. Oh no. Ich wollte eher dodgen machen. What? Willst du dir den neuen Animal Crossing Teil kaufen? Ist ja. Ja. Die Switch. Ich auf jeden Fall. Mit so eine Insel bauen, Alter. So, Junge. Das klang wie hör auf. Ach, hör auf. Hör auf, oder was? Hör auf. Oh Gott, mein Lachen ist da. Ach, Junge, darüber hast du jetzt gedacht. Oh! Get Konzentration. Bang. Scheiße. Ei. Oh no! Ah. Well, dann muss ich wohl den Hero mal jetzt ablegen. Nice. Ja, das passiert mir häufig. Das passiert mir häufig, leider. Danke, ja. Mach mich zu dem Trauzeugen. Uff, Leute, das ist viel zu weit in der Zukunft, bitte. Ready? Hey, ich wollte meinen Charakter wechseln. Ob Spectator. Charakter wechseln. Oh, having a girlfriend is a JoJo reference. Really? Wie kommt es, dass du nach deinem Abschluss ein PvP machst? Soll ich das sagen? Weiß ich nicht, wie kommt's? Ich hab nicht so schnell einen Ausbildungsplatz gefunden und hab Problemchen so und. Ich wollte gerade sagen, ich bin zurückgeblieben. Nein, wir sind behindert. Wir sind behindert. Das ist unser. Ich bin, wie soll ich das sagen? Behindert. Mich überfordern manche Sachen so und ich bin auch nicht so sicher im Alltag, was dann angeht und Praktikas war ich bis jetzt auch immer sehr unsicher. Habe ich mich noch mal ja, dran zu hängen und aufs Leben vorzubereiten, kann das so sagen. BVB, berufsvorbereitendes Jahr. Ja. Unfassbar, na. Leute! Ja. Deine Meinung zu der Aussage von Angela Merte über die Erderwärmung? Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Ich bin da normalerweise bin ich da up to date, aber momentan. Ist das meine Schwester? We're not related by blood. Soran Shiro. Nein, sie ist nicht meine Schwester. Wer's? Sind wir geschieden? Ahnung. Wann soll man erkennen, ob mein Geschwister mäßig ist? Meine Schwester sieht mir. Meine Cousine etwas sieht niemandem ähnlich. Ähnlich gefühlt. Meine Schwester sieht. Bissel aus. Safe Coin Masterin. Was ist ein Coin Master? Beide lange Haare, ich hab längere Haare. Ja, ja, ich hab meine Irgendwo Schleiche. Muss ich ja kompensieren. Oh, L'Oreal. L'Oreal. So, so jetzt so noch so schwingen und jetzt noch epischer Wind. So. Ja, so. L'Oreal. L'Oreal Paris. Ist es das? Oh, kein weh. Zähne putzen. Sie ist der Game Master. Nee, Game oh, Master. Ah, genau. Game Master. Hilfe. 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 Viele Menschen, die was mit dir wollen. Ich hab schon schlimmer. Ja, aber guck mal, durch dieses ganze Gedöns hab ich mich so. Und ich einfach selbst. Selbst. Sicherer? Selbstsicherer? Ja, selbstsicherer ist selbstbewusster. Besser. Selbstbewusster ist das Wort. Ja, ich also, da bist du einfach schon, du redest zu einer Gruppe, du siehst sie halt nicht. Aber die Gruppe ist immer noch da, dadurch wurde ich einfach selbstbewusster. Ja. Bei mir ist es so. Also ich bin so auf Conventions, werde so angesprochen und dann bin ich immer erstmal über. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Seit dem ersten Tag im VB, ne? Das ist seit jetzt. Seit dem ersten? Ja, gut, nach dem zweiten. Am ersten Tag hat man uns so gesehen. Okay, wir haben uns ab und so zu erstmal so gesehen und dann hat er mich irgendwann angesprochen, kann man so sagen. Oder ja. Er gesagt, dazugesetzt, genau. Gequatscht und ich fand ihn lustig. Die erste Interaktion war, glaube ich, die wir hatten, ist, dass ich meinen Koffer irgendwo rausgeholt habe und dagegen getreten habe und dann. Habt ihr irgendwie, hast du und deine Oma irgendwie ja, gelacht? Ja, da musste ich lachen. Aber ja. Ich wusste nicht, woher es kam. Da so. War ich Funny Man. Ja. Hast du eine Maske? Weiß auch nicht. Also, ich glaube. Nein. Also, wenn ich meinem Tagebuch vertrauen soll, sind das jetzt schon über 30 Tage. Monat kennen wir uns schon. Über einen Monat. Yes. Funny Guy wins the girl. I am proud. Sieht so aus, als hätte sie alle Animes durchgeschaut. Ja, wegen dem Attack on Titan Shred, ne? Ja, gut! Ja, gut, ne? Hab ich gesagt, dass ich Anime gucke? Ja.
ein No Game Alive T-Shirt muss sein. Ich habe 4 rote T-Shirts. Und meine... Leute, warte mal. Kennt ihr irgendjemand Joey Kelly? Meine Betreuerin da von der Wohngruppe meine ich sehr aus wie Joey Kelly. So ohne die... Sieht sie aus. Bisschen. Die meine ich sehr aus wie Joey Kelly. Von weitem bisschen. What? Los. Guck mal, das ist Splatoon. Ich weiß, was Platoon ist. Ich hab's nicht. Genauso wie ich weiß, was Undertale ist und ich weiß, worum es in Undertale geht, aber ich noch nicht das Spiel hat. Bruder muss los. Oh Leute! Bruder muss los, Mann! Haben Sie den Trailer wirklich runtergenommen von YouTube? Der Bruder muss los Trailer, also Sonic the Hedgehog, Leute. Ihr seid da mehr informiert. Ich bin da so ein bisschen isoliert, was das Internet so angeht. Wie lange ist Jonas Kaktus? Der Trailer war schrecklich. Nein, Mann, ich will die deutsche Synchro unbedingt sehen, Alter. Wenn da schon Bruder muss los ist drin ist. Ich muss da mehr. Leute, das könnte der nächste The Room werden. Ja? So müsst ihr mal an die Sache rangehen, wenn ein Film so schlecht aussieht, dass es wieder gut ist, wie The Room. So müsst ihr mal dran denken. I did not hit her. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mann. Ich meine seinen Drachen. Hab ich einen Drachen? Luna, bist du ein Drache? Nee. Meine Aubergine. Ich habe gar keine Aubergine, Leute. Ich weiß nicht. Die schmecken auch gar nicht so. Komisch. Achso. Mein Lolli. Schnecke? Was ist das, eine Schnecke? Eine Schnecke? Ich habe keine Schnecke, Leute. Okay, vielleicht ist irgendwo auf dem Balkon eine Schnecke. Das könnte sein. Das ist eine Schnecke neben dir. Der originale Trailer ist gone. God damn it. Das ist eine Schnecke neben dir. Nee. Dann meinst du dich, du heiße Schnecke, du. Horror, Schnecke. Die Schnecke zu züchten. Aber also mich wundert, dass noch keiner von BVB irgendwie wo Bescheid wissen, dass ich YouTube mache und im Chat erschienen. Ich weiß Bescheid. Du bist nicht im Chat erschienen. Du wurdest im Chat erwähnt, aber du bist nicht erschienen. seine Bratwurst. Was gekocht? Die haben wir nicht. Oh, in unserer Mensa. Ich hab Bock drauf. Currywurst jetzt. Ja, die Mensa-Currywurst. Die hab ich nicht gegessen. Nein! Oh, du hast. Ach, stimmt, da warst du. Oh, was? Was ist diese Currywurst, ey? Oh, Leute. Unsere Mensa. Das ist. Ja, diese Currywurst war divine, Alter. Die war göttlich. Oh. Da geht kein Tag, an dem ich sie nicht vermisse. Eine Trompete. Ich hab eine Blockflöte hier, aber keine Trompete. Ja, wegen 6. Klasse war das da. Hast du auch Blockflöte gespielt? Ich musste es. Ich hab irgendwie drauf rumgetrellert. Ich hab nichts gelernt. Ich hab mal Blockflötenunterricht gehabt. So. Ach so, einfach so. Ja, also es war so. Ich bin in der Musikschule gewesen. Weißt du, was eine. Heißt es nochmal? Melodika ist. Nein. Also Melodika, das ist so, das ist wie so ein Keyboard, kann man sagen, was du festhältst und da ist vorne wie so ein Grundstück dran. Okay. Und da kannst du so rein, kann man da drauf spielen. Meinst du etwa rein blasen? So, und auf jeden Fall durfte ich mich dann für irgendwas entscheiden und da ich zu schüchtern war zu sagen, ich würde gerne Geige spielen, habe ich dann Blockflöte genommen und war ich da dreimal und danach... Nee. Ja, ich habe noch eine Blockflöte zu Hause, aber ich kann nichts. Vielleicht könnte ich ja einen auf Sheldon Cooper machen. Ich bin natürlich scheiße auf so. Ja. Das könnte. Wäre ich lieber Mario oder Nintendo Hersteller? Wenn ich Nintendo Hersteller bin, kann ich komplett steuern, was Mario macht. Also es ist eher so die Frage, willst du Gott sein oder willst du von Gott gesteuert werden? Keine Gar Ahnung. Nichts davon. Ich will Mario lieber sein. Mein Pilz. Wir haben keine Pilze. Bläst sie gerne deine Flöte. Nee, ich habe ihr meine Flöte noch gar nicht gezeigt, Leute. Sie hat gerade eben erst erfahren von meiner Flöte.
Ach Jonas, bevor ich es vergesse, bezüglich der Anwaltgeschichte. Ich erwarte ihr Geld ab sofort auch auf meinem Konto. Ey, ich habe erst mal Geld vom Amt bekommen, komm schon. Guys, we need to say the P word. You won't answer. How long is his peen? What is a peen? Oof, get sniped. I said salute to you. Alter, Expert, komm mir nicht mit Salut, Mann. Ich hab fucking Französisch unterrichtet und dann ist dieses fucking Salut. Heißt Hallo und Tschüss. Und da ist ein T zum Schluss. Aber es wird nicht ausgesprochen. Aber man schreibt es. Ja. Ja, Französisch macht mich aggressiv, Leute. Boah, nee. Schlimmste am BVB ist, dass ich Französisch unterrichtet habe, Mann. Ich kann Englisch. Ja, hätte ich auch. Ja, das wär praktisch. Wieso heiße ich Jonas? Meine Mama so genannt hat. Wenn es nach meinem Vater ging, hieß ich jetzt Karl. Nach meinem Vater ging Eva. Ja. Aus einem schlechten Grund. Nein. Dieses Livestream, gone sexual. Nein. Noch nicht sexuell geworden hier, oder? Noch nicht. Uff, ey. Nee. Herrschuh. Hellschuh. Ich muss bei mir erstmal wieder im Strang gehen und schmiegeln. It's me! Ratatabam! Oh, no, you don't! No! Ich weiß nicht, die knackt jetzt irgendwo. Sie hat schon lange nichts mehr kaputt gemacht. Er schläft irgendwo. Ach so, ich komm da immer noch nicht mit dem Wort klar. Ich kenn das einfach das nicht. Das knacken, Alter, ey. Ich kenn höchstens. Ich kannte mal ein Wort noch schlafen. Uff. Ich werde so lange nachdenken, bis ich es weiß. Okay. 12 Stunden später. Bösen. Bösen? Bösen kennt man. Aber nee, es war nicht ein anderes Wort. Ich dachte noch. Shit! Oh, du bist selbst umgebracht. Scheiße, Mann. Was ist deine Lieblingsstellung? Was für eine Stellung? Meint ihr Fußballaufstellung, Footballaufstellung? Weil ihr müsst spezifischer werden mit euren Fragen, Mann. Wenn wir dies um den heißen Brei herumreden, das wird nichts. Wenn es um Fußball geht, wenn es sein muss, dann. Ich hab mal einen Ball richtig lieb. Echt, du würdest am liebsten Torwart sein, weil ich hab Schiss vor Torwart. Nee, es ist so, also wenn ich mit Jungs zusammen spiele, dann hab ich richtig Pech. Aber wenn ich gegen Mädchen spiele, bin ich richtig gut. Frauenfußball. Fußball, weiblich. Fußball, männlich. Pass auf, es war so, es war richtig mies. Ich hab keine so Handschuhe gehabt, ich war halt im Tor drin. Ne? Keine so Torwarthandschuhe, ey. Ja, also ich hab dann abgeblockt und das war so ein richtig fester Schuss. Und dann habe ich danach richtig Schmerzen noch gehabt und der Ball ist am Ende trotzdem noch über die Linie gelandet. So, unangenehm. Hat nichts gebracht, dass ich mir so die Mühe gegeben habe. Bam! Nope! Woo! Get counter-throat, bitch! You shall not defeat my me, brawler. I am the strongest. Bam! Shit, Mann. Frauen können nicht Fußball spielen. Ja, sie können es schon. Ich hab nicht gesagt, sie können es nur nicht kann. Gut. Au! Bin ich hab auch nicht gesagt, dass ich Fußball mag. Nee, ich mag schon Fußball. Ja. Er lebt noch. Das Einzige, wo ich mich jemals für Fußball wirklich interessiert habe, das war, als ich noch wilde Kerle geschaut habe. So. Also, alles wird gut, solange du wild bist. Ich habe sogar ein T-Shirt noch zu, das passt mir zwar nicht mehr, ja, ich aber ich habe eins. Das hat mir bis zur 5. Klasse, glaube ich, gepasst. Zweck, endlich, Junge! Karl, warum hast du eine gesamte Zivilisation während ihres Glaubens niedergestreckt? Hab ich nicht. Also das letzte Mal, als ich gecheckt habe, habe ich keine Nation, eine Zivilisation wegen ihres Glaubens niedergestreckt. Ich möchte mit ihrem Wortschatz flexen. Wenn sie mit Jungs zusammenspielt, hat sie Pech. Mit Jungs Fußball spielen ist scheiße, Leute. Es war halt in Sport. Die ziehen da immer so durch, Mann. Jedes Mal, wenn ich... Es ist halt... Pass auf, es gibt
gibt einen Unterschied zwischen Fußballspielen und Bolzen. Und meine Klassenkameraden bolzen alle nur. Ja, die treten einfach wie Ochsen die ganze Zeit nur gegen den Ball. Das ist so, so wie Chan. Chan würde auch nur bolzen. Hm, weiß nicht, ob Chan, ich glaube, der würde sich eher auf den Boden legen oder auf den Ball legen und dann würde er diese. So Junge, jedes Mal schreien bei jedem Kick. So Junge. Ich hab mir eher jetzt gedacht, dass er wie letztes Mal Marx auf dem Boden lag und den Boden fickt, nur dass er den Ball halt fickt und dann die ganze Zeit so, Junge! Das kann ich mir vorstellen. Ey, ich glaube, ich will das mal, ich lass das mal anmerken, wenn wir da sind. Haben die sich eigentlich mal. Das müssen die machen, das Quietscheschwein, ne? Das haben die doch ein bisschen gemacht, ey. Ja, aber ne, die haben das nur so. Die haben sich wieder draufgelegt. Ne, nicht draufgelegt, aber. So ran wir nochmal so. Ja, aber die haben sich nie so. Weißt du, so. Das ist ja voll geil. Stell dir vor, die legen sich auf den Boden, ficken den Boden, und dann jedes Mal die Squeech-Geräusche. Die so. Ja, vor allem Jump geht da einfach so richtig ab. So, oh, ja. Das stöhnt einfach so mit rum. Oh nein. So, Junge, das ist so die richtige Technik, Alter. Ah, uff. Uff. Französische Revolution, Französische Sprache kann für mich in ein Loch sterben gehen, ey. Ich kann es einfach nicht in meinem Leben gebrauchen. Ich finde, eigentlich ist es schwierig. Ja. Halt in Deutschland, dann in Deutsch. Ey, wisst ihr, die französischen Flaggenfarben, Alter, so. So bleu, blanc und rouge. Rouge. Ja, rat mal, was was ist. Ja, rouge ist gut. Ja, was ist bleu? Entweder blau oder weiß. Blau. Und blanc ist weiß. Scheiße, blanc ist blau und das andere ist weiß. Ja, das hat mich am meisten getriggert. Ihr wisst doch, wie ein englisches Wort, Comment. Ja, einfach Kommentar. Scheiße heißt einfach übersetzt wie. Das ist einfach so, das war einfach so der Punkt von wegen so, nee, Scheißsprache, wir sterben. Was war das gerade von mir? What did I do? Where did I go? Where did I go? From Cotton Eye Joe. No. No. Ich hab noch einen Sprung gehabt. Upsi. Uff. No. Fuck, man, er hat fast alle gleiche Technik wie ich, aber er ist tot. Ja. Oh, das ist viel. Ja, das sind aktive kleine Bienchen. Oh, Leute, ihr habt noch gar nicht die Nippel-Story mitgekriegt, glaube ich. Ich habe euch gar nicht von meinem Nippel erzählt, was mit dem passiert ist. Pack ein Foto. Das ist auf Insta. Ja, erstmal in meine Story rein. Das muss dann meine Insta-Story rein. Ja. Hab ich das geschickt? Nee, ich weiß nicht. Soll ich erzählen, was passiert? Mach doch. Es war so, er lag da so voll gemütlich, alles gechillt und dann ist er irgendwie irgendwas in sein T-Shirt reingekrabbelt und er schlägt auf seiner Brust da rum. Ja, weil er so gekribbelt hat. Und dann irgendwann guckt er so da rein und da hat ihn halt so eine Wespe gestochen, also hat den Nippel penetriert. Ja. Ja. Da war schon instant am zweiten Tag bekannt als der Typ, der den Nippel penetriert wurde. Ja, und seitdem immer, wenn ich Wespen sehe, sage ich zu allen, ihr müsst aufpassen, dass eure Nippel... Es freut mich, deine Online-Bekanntschaft gemacht zu haben und ich verabschiede mich nun. Und Jonas, viel Glück. Alles klar, Jadex. Danke, wenn du überhaupt noch da bist. Goodbye. Ciao. Jonas rückwärts. Sanosch. Blö ist blau. Blanc ist weiß. Guck mal, wie blank geschrieben wird, Alter. Und du sagst nur blanc. Blanc. Du sagst die ersten drei Buchstaben, die letzten drei Buchstaben werden ignoriert. Französisch. Jetzt verstehe ich, warum mein Vater was gegen Franzosen. Ich hab nichts gegen Franzosen, ich hab was gegen die französische Sprache. Ja, mein Vater ist halt auch ein. Man sieht nicht den Stock und die Prozente vom Gegner. Stört es zu hart, Luke? Oh mein Gott, das ist Gino. Gino hat's einen Smash geschafft, Leute. Wie heißt die nochmal auf Insta? Majo Medusa. Majo M-A-J-O und der Strich Medusa. So wie die aus Kid Icarus. Ja. Kid Icarus Uprising, da gibt's. Da ist der Erzfeind Medusa. Ich habe Medusa, denke, Solita ist ja nicht gesehen, aber nee. Solita, die Hexe heißt Medusa. Deswegen Majo heißt Hexe. Medusa ist. Majo heißt mehr Hexe. Ja, soweit ich weiß.
Japanischen oder was? Ja. Alles klar. Also zumindest habe ich es irgendwo gelesen. Ich hoffe einfach mal, dass es richtig, dass es nicht richtig ist. Ist der Name trotzdem cool, okay? Lass ich mir was anderes einfallen. Alter Leute, ihr werdet besser, weil ich ewig kein nichts zocke, aber wenn ihr zocken könnt, ey. Ich merk schon. Unangenehm. Wo will der noch müssen, ey? Ich krieg gerade Eishunger, soll ich dir Wurst machen? Ich vernasch dich. Ich hab noch so eine Salami für dich da im Kühlschrank. Uff, ey. Nicht irgendwas auf dem Weg kann ich machen. Ich weiß nicht, ob er ist. Nein, ich hab mich Geld noch mit. Ja, nee, ich meine nur wegen Umstiegszeiten, meinte ich. An unserem Bahnhof ist nämlich nichts hier. Ich glaube, die Umstiegszeiten sind kurz. Ja, nee, letztes Mal. Ja, die anderen. Ja, ja, klar. Ansonsten hole ich mir einfach keine Ahnung. Wenn nicht, packen wir hier noch Brot. Bam! So, Junge! So, Junge! So, Junge! Ja. So geht das. Alter. Bitte nicht die cute Körper in Japanese. Das war doch noch gar nicht cute. So, der Anfang. So. Ja, genau das, Alter. Nein. Oder, Mama, Tammy holen. Hoi, I'm Tammy. Jetzt erstmal so gucken, Red Headphone Users. Oh, scheiße. Vielleicht nicht erstmal vorwarnen müssen. Ja, gut, ne. Ey, boy. Uff. Uff, ey. Wie sie dann mit dieser Stimme Senpai ruft, ey. Das ist goodbye, Ears! XD, rufe gut. Willst du meine Kugel der Verdammnis verbrennen? Nein! Senpai! Uff. Never do that again, thank you. Jonas Kun. Kun. Jonas Senpai. Master. Master. Da brauchst du noch dein Maid-Outfit, bitte. Oh! Wieso hört sie sich an wie ein Lolli? Me wanna die. Danke für die Audio, jetzt können wir geile Animationen machen. Nein. Uff. Wer hat hier schon Animationen von mir gemacht? Ich wünschte, so weit wäre ich. Oh Leute, weiß nicht, ob Max das will, dass ich das umspreche, aber Max versucht wieder ins Zeichen-Business reinzukommen, Leute. Mehr sage ich erstmal nicht. Warum bist du nicht Mahou Jojo? Wo steht das? Maju ist Hexe wegen Mahou und Jojo. Maju, glaube ich, ist Hexe wegen Mahou Shurin. Genau. Okay, dann bin ich ja. Alter. Dino ist jetzt ein Smash Easy. Ich hab gedacht, er will wieder streamen. Bevor. Weil er überfordert mich gerade irgendwie im Chat, ich bin gerade selbst so ein Mann. Mao Jojo is Magical Girl. Magical Girl. 3, 2, 1, ist auch. Ja. Meine Haare müssen aufgepuffter sein. Du müsstest. Ja, jetzt geht's. Restoration 100. Nee, ich muss, muss dringend mal zum Friseur. Habe ich erstmal so die größte Veränderung des Lebens erstmal wieder Schluss. Wenn ich frisch geschnittene Haare habe, das sieht richtig scheiße aus. Also was meinst du mit erstmal wieder Schluss machen? Mit dieser Frisur. Ja, das ist kacke. Ich hab auch, weil als mein Ex-Freund so, wenn ich die Haare geschnitten habe, die ganze Zeit so, ah, schick mal Bild, schick mal Bild, schick mal Bild. Und ich so, nein. No. Erst nach 2 Wochen kann ich die anbieten. Dann sehen die erst gut aus. Dann sind die so gewachsen, dass das nicht mehr so scheiße ist. Ganz so strange aussieht. Ja. No! Weil so ganz am Anfang sind die noch so richtig, richtig gerade. Weil also ich schleppe mir immer so ein Pony, so ein gerades. Lasse mir ein Pony. Selbst schneiden wäre nicht so. Ich meine, ich weiß, wie es geht, aber. Lieber nicht, ne? Lieber nicht ausprobieren. Und. Ja. Halt, wenn nach 2 Wochen sind die irgendwie so ein bisschen, weißt du, dann hat sich das so ausgeglichen. Nicht so, dass sie natürlicher aussehen und nicht so ein bisschen frisch geschnitten. Bro, ich hab Spanisch. Aber dann sind auch meistens schon meine Haarfarbe raus, weil ich meine Haare nicht kann. Uff, das war unangenehm tot. Können wir aufhören mit Französisch, ich hab morgen Schule.
kam morgen auf Abschlussfahrt. Oh, wohin geht's denn? Lass mich raten, Berlin. Ja, ich war in Berlin. Ja, ich auch. Wir waren in der scheiß Matrix. Wäre ich gerne gewesen. Das war diese Disco, die halt aus Berlin Tag und Nacht ist. Ich kenne Matrix, meine Mutter schaut die sehen. Uff. Big Uff, ey. Ich bin so fortgeschritten. Warte mal, Fabina, du hast Mittwoch Französisch. Ich hab Mittwoch Französisch. Nach Leipzig. Wo ist in Leipzig? Ich glaube, weiß es gerade so genau. Ich kenne halt nur Joy-Con sind kacke. Ich habe auch gedacht, Hamburg wäre nicht so weit weg. Dann habe ich herausgefunden, wie weit Hamburg weg ist. Hab Haare wie ich, egal wie sie aussehen. Sie sehen scheiße aus. That's the spirit. Meine sehen eigentlich meistens gut aus, wenn ich meine Haare nicht kämme und wenn die so gewachsen sind, dass es einigermaßen natürlich aussieht, dann sehen die nice aus. Aber das ist auch meistens nur so eine Dauer von einem Monat und danach. Uff. Also ist auf jeden Fall ein gutes Investment. Halt, ich meine, wenn ich meine Haare nicht färben würde und nicht schneiden würde, dann würde ich aussehen wie so. Das wäre einfach langweilig. Ich bin dann einfach nicht ich. Ja, aber bei dir ist es was anderes. Es ist so. Ich meine, den Stil, den ich habe, da müssen halt auch die Haare so passen. Meine natürliche Haarfarbe einfach. Uff. Bam! So, Junge! Haar nicht mehr so. Weißt du, das sieht aus nach Orange, meine Haare, aber es ist eigentlich rot geworden. Oral B. Muss ich gerade mit dem Ding orange. Oral B! Zähneputzen, wie als Zahnarzt. Ich kann nicht in die Kamera gucken, aber spiel gleichzeitig, Mann. Komm mit mir, Jungs! Uff. Nope! Nee. Holland ist overrated. Step away. Warum waren alle in Holland schon? Warum waren alle in Kroatien? Das war... Ja, Kroatien fällt gefühlt jeder in Kroatien. Gefühlt fällt jeder nach Kroatien. Okay. Ja, ich weiß nur, meine beste Freundin ist nach Holland. Holland ist besser als Leipzig. Ein ganzes Land im Vergleich zu einer Stadt ist wahrscheinlich einfach besser zu sein. Kroatien und Malle sind das. Ist das zweite Deutsche, der Gefühl wie schon, Mann. Wieso ist jeder hier aus Deutschland? Ach stimmt, Rabinato ist ja gar kein Deutscher. Oh, was? Yeah. Woher kommt es? Oder ja, ich weiß doch nicht, ob das ein Männchen oder ein Weibchen ist. Rabinato ist ein Männchen. So okay, hallo weiß. Männchen. IS. Scheiß Schweizer. Juhu. Bist du einfach ein Girl, Rabbi? I didn't know. Alle sind eigentlich Männchen. Ja, Shiro, du bist die Exception gerade, ne? Uff. Luke, du bist ein Boy. Oder eine Trap. Und ihr Transgender. Kappa. Ich bin ein Kawaii-Grill. Kawaii-Grill? Oh. Ja, Grill. Das ist wieder Internet-Lingo. Ah. Das ist so Gamer-Lingo, Alter. Owen hat ein hotted Grill. Du bist zum Beispiel jetzt ein Grill. Das ist einfach Bock Girl. Auf Fleisch gerade. Das ist einfach Girl, aber statt das I und das R einfach vertauscht. Kennst du diese Grillfackeln? Ja. Hab ich jetzt gerade. Und wir haben den Grill draußen und wir haben den Sutter in der Stadt. Könnte aber knapp werden. Die Apache, Attack-Helikopter. Ich bei meiner Mutter wäre, das wäre nice. So könnte ich grillen, könnte den Hühnern beim Essen zugucken. Ach, Hühner grillen? Ja. Nein, ich glaube, das macht meine Mutter, aber die sind zu alt. So, das sind Legehennen, die sind nicht zum Essen da und die sind halt schon alt. Die legen auch nur, glaube ich, 2 Eier in der Woche. Insgesamt. Futter ist besser als Trap, Mann. Futter ist disgusting. Weißt du, was Futter ist? Ist aus dem Hentai. Futter ist, wenn das Grillen einen Schwanz hat. Ein Ochinchin. Ochinchin! Big Uff. Bumm! So, Junge! Oh! Nee, es sind keine Snapchat-Filter. Das ist eine andere App, die heißt Snow. Und ich benutze. Wenn ich Filter benutze, dann benutze ich eigentlich nur diesen komischen Filter. Dabei Snapchat finde ich.
unnötig. Aber ich versuche mir schon Mühe zu geben, weniger Filter zu machen. Aber der ist einfach so. Manchmal habe ich so, manchmal habe ich so meine Phasen so, da kann ich. Brauche ich mal kurz. Dann mache ich einfach mehr. Ja, das geht so. No. Leute, hier ist das Live Reenactment of Edgar's Last Days on Earth. Shit. Aceless Jokes Units. Also dieser Meat, der ist gerade so ein YouTuber, der sich selbst gegen den ich kämpfe. Vor ein paar Monaten passiert. Oh. Ja, so ist es passiert. Ich bin da reingerannt, habe runtergeschubst. Nein. So, Junge! So, Junge! Aber oh Gott. Batz und Muschi gleichzeitig. Ah, stimmt, tut mir leid. Wie disturbed sie gerade aussah, als ihr Futter erklärt. Wie verstört du gerade ausgeguckt hast, nachdem ich Futter erklärt. Wie verstört? Weiß ich nicht. Das hat mich noch nicht mal verstört. Es gibt viel schlimmere Sachen. So. Mich zu verstören, das ist ganz schwierig. Sag ich schon mal. So, Junge, jawohl, Luke, so genau so. Aber du musst da, glaube ich, so drei O's dran machen. Ja, so, und das junge so, Paul. So, Junge! Und das junge Paul irgendwie auch, glaube ich, das drei muss U's. Sein, so. So, muss Junge! Geschrieben sein. Drei Ausrufezeichen. Nein. Fünf Ausrufe. Okay. Nee, das ist dann das was von Chan zurückkommt. Du schickst mit drei Ausrufezeichen, dann kommt 5 von Chan zurück. 5 Ausrufezeichen. Ja. Ah, da. So, Junge. So, Junge. Ja, ja so, ist, Junge. So ist richtig. So muss das. So mutter, ey. Richtig. Warum muss ich gegen Sanic Base kämpfen? Bin ich gerade einfach aus der Arena verschwunden? Gone. Reduce to atoms. Wie sie jetzt Odin sagen. Mann, ich hätte jetzt so gern Ole irgendwie im Livestream. Das muss Ole? Super lustig sein, ey. Alter, der sitzt da nur so da. Emotionslos guckt, ey. Ja. Obwohl, mit Kaffee wäre das bestimmt. Warte, ich ersetze jetzt einfach Ole, okay? Pardon. Ich kann nicht so emotionslos. Ja, das ist einfach das. Ich bin so ein das Mensch, Gefühl lache, schon jahrelang antrainiert man Ole. Ich bin so ein Mensch, ich lache viel und ich kann einfach nicht. Ohne irgendwie so ein. Ach, scheiße. Das heißt, ich kann gar nicht so. So wie so ein Stein. Ich hab dir einen Witz geklaut. Sneak 100. Pickpocket 100. What? Ja, jetzt hab ich mal gekickt. Chimbola. Oh, my goodness, Alter. Das hättest du nicht überleben dürfen, eigentlich, Mann. Sonic, ich hasse Sonic, Mann. Es ist schon Krebs, Mann. Guck mal, wie er rumsprengt und hackt, ey. Und Sonic kämpft man halt so selten, weiß man auch nicht so wirklich, was man machen soll. Mann. Ich benutze nur Peach. Ich bin so arme. Arm. Und ein Legs auch noch. Oh nee. No. Oh no. Was hab ich denn hier jetzt? Wie viele Follower jetzt sind? Trash Metal. Ahaha! Wegen dem Mülleimer. Achso, Trash Metal. Dieser Mittler, der in diesem Metalleimer sitzt. Und dann schrieb mir jetzt eben so mein Cousin so: Trash Metal. Ja, Mann. Boah, Junge, Sonic, bitte. Seid ihr zwei? Oh, wann sind wir da eben? Gleich, wann? Oh, Dings ja. Nicht schneiden. Uff. Also, irgendwas weil Dings fragt. Wann wir da sind, echt laut. Ich hab ihn noch nicht mal eingespeichert. Wer fragt? Sören. Ach so. Da, auf Pico-Sohn. Manny ist immer nur so. Gleich Metal nochmal ist nach, nicht aber gut ich glaub, für die Gesundheit. Ich glaube, um 21 Uhr so viel kommen wir da an. Der kleine Käfchen. Hilfe, das ist zu viel. Komm, komm her.
Habe ich gerade Metal gehört? Oh, ja. Metal ist toll. Metal ist super. Metal, Leute. Das höre ich so am ehesten. Ich höre aber eigentlich alles Mögliche. Ich habe also das neue Album von Sippen, das habe ich noch nicht mitbekommen. Eine Freundin von mir, die fand es scheiße. Irgendwie. Also ich weiß nicht. Die hat jetzt ihren ganzen Slipknot-Merch deswegen verkauft. Ah ja, stimmt, du hast erzählt, ja. Ja, also keine Ahnung. Hilfe, alle hier. Oh, jetzt die Meinungen fliegen jetzt hier rum. Alter. Ja, es ist so. Ja, du weißt ja nicht, was du gesagt hast, deine Freundin davon denkt, was du denkst. Ja, was du da denkst. Soll Metal Beat? Naja, was verstehst du unter Metal? Ich meine, es gibt unterschiedliche Arten davon. Wahrscheinlich hast du jetzt nur dieses Bild von Geschreie. Ja, denk, ja, das hab ich in meinem Kopf von Metal. Ja, eben, aber Linkin Park beispielsweise, okay, das ist jetzt auch wieder nicht so, das ist nicht so das Klischee. Das ist Light Metal. Linkin Park ist New Metal. Unter anderem, mehrere. Grüße von Mario Metal. Ich verstehe unter Metal. Gut. Gut. Ich bin das irgendwann gab's mal, dann irgendwer das mit Absicht falsch ausgesprochen. Und deswegen habe ich das jetzt gerade. Also. Irgendwie so war das. Genau. Doch 21 so viel. 21. 21 gequetscht. Quetsche was. Minuten. Ding-Dongs. Space Gaming, mein Zocken ist mit dran. Uff. Caro Kitty, gefällt dein Beitrag. Schön. Oh, warum leckt es beim fucking Sudden Death, ey? Das ist Sudden Death. Ja! Ja, weil wir es so lange gebraucht haben, sind jetzt mit super vielen Prozenten, dass man super schnell rausfliegt, einfach zusammengequetscht worden. Ich mag wissen, was hier alle so hören. Ich verstehe deine Freundin nicht. 99% aller Slipknot-Fans lieben das neue Album. Ja, ich weiß halt auch nicht. Ich kann noch nichts dazu sagen. Ich habe es noch nicht gehört, weil ich momentan internetmäßig. Also ich bin auf Instagram dann halt wie immer aktiv, aber ansonsten so, dass ich mir auf YouTube mal neue Sachen reinziehe, ist gerade irgendwie weg. Was mit meiner Freundin da ist, weiß ich nicht. Hallo Hakumi außerdem, willkommen im Stream. Und Leute, ich mach mal kurz so eine Durchsage. Ich glaube höchstens noch eine halbe Stunde sind wir live. Ein bisschen später, wie gesagt, wieder zum Bahnhof und wegfliegen. Oh, guck mal, es ist Rock Lee aus Naruto. Oder? Ist das Lee? Ich weiß nicht. Oh. Ich würde jetzt mal sagen. Uff. Wir können, glaube ich, so Sachen, so Vornamen können wir, glaube ich, schon sagen. Aber ich wollte nämlich gerade irgendwie hier Justins Nachnamen erwähnen, aber ich glaube, das wäre. Das sollte ich. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht, wie muss ich gerade irgendwer. Meinst du, weil er so. Weil. An Rock Lee erinnert. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich drauf kam. Aber irgendwie, Alter, könnt ihr locker cosplayen. Nicht. Alter, ich hab gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Achso, stimmt. Vielleicht sollten wir mal so erwähnen. Diese Einrichtung, die meisten Leute irgendwie in unserem Haus sind alles auch so, die haben alle so Weeb-mäßig, Anime-mäßig so Kenntnisse. Fast. Ein größer Teil. Aber die meisten Stadt Leute bist sind du cool. Grade? Sag ich nicht. Hm? In welcher Stadt bist du gerade? Was soll ich das sage? Ah, Explay. Also, Lisa ist nicht doof, Mann. Sie ist nicht blond. Fuck. Stinkies, ey. Da musst du Toad ausquetschen. Der hat mich ja schon wieder extort. Okay. Du bist up to date als ich. Nices Wort. Ja, gut gemacht, Lisa. Okay, danke. Dann weiß ich schon mal Bescheid, worauf ich mich vorbereite. Führer Yoshikage. Englisch, Motherfucker. Do you speak it? Boah, ich freue mich heute Abend, wieder die ganzen Leute zu sehen, ey. Muss auf jeden Fall heute nochmal ein So-Junge hören von Chan. Ich hab Angst, dass mich wieder jeder auf mich zurennt, so und mich umarmt und als ob ich so 10.000 Jahre weg gewesen wäre. Möchte ja ein Schutzschild sein. Ja. Dass ich jeden abschrecken mit dem Schweiß. Am Ende kommt Frodo so und. Dann gibt's erstmal blaue Augen. Ich hab Angst vor Frodo mittlerweile, weil er mich immer so antippt und so. Und ich bin immer so. Du willst das nicht wirklich so sagen.
Soll ich ihm das mal sagen? Es stört mich nicht, es ist nur irgendwie schräg so. Naja, Frodo, so. Alter. Frodo hab ich auch noch keine Ahnung. Der heißt gar nicht Frodo, nur sieht aus wie Frodo. Ja. Deswegen nennen wir ihn Frodo. Aber eigentlich bin ich kleiner als er, also eigentlich bin ich der Hobbit von. Da war mal was mit Duisburg. Was? Aber das liegt, liegt nicht in deinem Bundesland. Ja, vielleicht ist das auch eine Lüge, dass ich in Rheinland-Pfalz lebe. Ich meine, was ist mein Duisburg? Ah, den habe ich gar, den habe ich schon. Das Vorletzte. Kann man sich mit dir kultiviert über Rock und Metal unterhalten? Frau Marion. Frau Marion, das war, dann müsste ich dir noch so eine Mario mit so holen und aufsetzen. Könnte ich, glaube ich, sogar wirklich mal. Ich hab noch eine. Ich bin lieber für meine Katzen. Mag ich lieber. Kannst du ja drüber ziehen, dann bist du Cat Mario. Stimmt. Ich hab verloren. Nee, ich hab nicht verloren. Irgendjemand ist wieder aus der Lobby rausgegangen. Also, man kann sich mit mir darüber unterhalten. Es ist halt jetzt, wie soll ich sagen? Es ist. Ich kenne viele Gruppen, ich kenne viele Lieder. Oder so, was die unterschiedlichen Metal-Richtungen beispielsweise angeht, da habe ich echt gar keine Ahnung so von. Und ich höre auch eigentlich meistens so nur das, was mir auch wirklich so hält dann. Also höre ich mich gerade an. Country Roads! Thank me. Ja, das ist, warum haben wir das noch nicht behindert alle zusammengesungen irgendwie, während wir mal da unten gechillt haben? Das müssen wir mal irgendwie anzetteln. Wie ist das noch nicht passiert, ey? Also echt mal. Jetzt sind meine Haare voll. Stimmt, ey, das können wir heute Abend eigentlich am besten erzählen, weil wir alle wieder zusammen sind. So. Country Road! Hört jemand Queen? Queen? Queen. Ich glaube, ich habe mal irgendein Lied davon. Das ist gut. Mountain Mama. Kenn ich. Ich war schon im Chat so mit. Warum ist das noch nicht bei uns passiert, wenn wir auf der Wartebank so chillen, weißt du? Eieiei. Ah, Take Me Home kenn ich. Ja, Country Roads ist das immer noch. Ja, okay. Ja, ich bin halt. Ja, das ist Country Song. Ich bin da so ein bisschen raus. Man ruft. Aber wer weiß noch, wo ich den scheiß Song da gespielt habe, wo ich einfach nur die Gitarre festgehalten habe. Das war mega episch. Das war, also ich weiß, ich hatte so voll die rosa-rote Brille auf. Das war für mich so richtig so, oh, wo du gar keine Gitarre spielen kannst. Ich hab nicht mal wirklich mit der Gitarre gespielt. Ich hab einfach nur so für die Ästhetik gehalten. Ja, weißt du. Warte mal, ich glaube, das Bild habt ihr alle gar nicht. Das war so cute, Mann. Du sagst so, ich meine, du kannst weder singen, du kannst weder Gitarre spielen, aber du sagst so. Kann ich singen, aber danke. Ey, ich bin nur ehrlich. Gut. Okay, du kannst etwas. Etwas, ja, ich kann etwas singen. Du hast eine schöne Stimme. Ja. Das ist voll romantisch, Bilder. Nee, oh, warte mal. Ich hab noch nicht gar nicht gesehen, was ich Unterricht gemacht habe. Check out mein Minecraft. Warte, ich will euch gerade ein Bild schicken von mir mit der Gitarre. Das hab ich nicht. Da. Ja, stimmt hier. Ach, da war ein Bild von mir. Hui! Hast du das Bild von mir? Ich hab mehr Bilder von mir. Nicht so viel. Keine Ahnung. Am Ende kommst du so heimlich nachts in mein Zimmer rein und fotografierst mich auf Schlafen. Warum schließt ihr nicht euer Zimmer ab nachts? Weil ich es nicht für nötig halte. Das ist so voll komisch. Ich mit meinem Zimmernachbar immer so, ja, den ganzen Tag ist die Tür offen, kann jeder bei uns reinkommen. Aber nachts, wenn wir schlafen, dann schließen wir ab. Und die sind genau andersrum. Den ganzen Tag ist zu, weil nachts lassen sie die Tür offen, während sie schlafen und hilflos sind. Keine Ahnung, weil ich kann mich mit der blöden Kuh da eh nicht einigen. Oh. Ja, Mann. Oh. Ich kann die nicht leiden, Mann. Ja, ich bin depressiv, ist klar, ey. Die liegt da im Bett und heult die ganze Nacht. Also aber ich bin depressiv. Weil der Drama ist da auch am Start, aber das da macht gefühlt jeder mit jedem irgendwie, fängt eine Beziehung an und macht sofort wieder Schluss irgendwie. Wir gehören nicht dazu. Nee, wir lassen es langsam angehen. Ja, ich glaube, da haben irgendwie alle schon, weißt du, ja, Jan und Lena, die haben noch auch. Und Jan und Lena haben so den gleichen Altersunterschied wie wir. Ja. Wow. Aber die Lena ist älter, ne? Wie lang ist Jonas Schlingel? Schlingel? Wie will er denn? Vielleicht meint er ja.
Wort vergessen. Ich wollte ein Wort sagen, hab's vergessen. Ey, Computer ist Abschlussprogramm Sound so. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Manchmal muss man die Sorgen aus dem Fenster. Woo! Ja, das ist da war kein Yeet! Fenster. Yeet! Soll ich mich rausschmeißen? Nein! Wobei ich mir Sorgen um dich mache, als ich dich rausschmeiße. Doch nicht. Nein! Mann, ich krieg Krise, wenn ich dieses Pikachu sehe, Alter. Das ist so scheiße nervig zu bekämpfen, Mann. Ich hasse dieses Pikachu. Sag, ich werde nicht immer Peach. Nein. Das ist halt keine Ahnung. So gut, obwohl ich mit Toon Link komme ich besser ein. Was ist, wenn dein eigener Körper deine Sorge ist? Hier springe ich aus dem Fenster. Hier umverpflanzen einen Roboteranzug oder einen anderen Körper und dann kannst du deinen Körper auswählen. Ja. Ich meine, sind wir vielleicht von einem medizinischen Standpunkt noch nicht so wirklich da oder technischen? Medizinisch-technischen, das ist besser. Aber in der Zukunft ist das möglich, Leute. Dann könnt ihr eure Körper, die ihr hasst, rauswerfen. Ich werde immer von seiner scheiße Ulti getroffen. Fucking immer. Ich finde Ulti. Wir haben gar keine Ultis an, Leute. Ich dachte kurz, der heißt Kurt Cobain. Wegen diesem K war ich gerade übelst irritiert. Ich dachte gerade so, was? Look at this photograph. Jetzt bin ich schon wieder weg. Ja, was war falsch? Ich weiß, aber ich ziehe mich weg. Every time I look at it, it makes me. Nee, ich hab die ganze Zeit Nirvana im Kopf. Ich bin momentan voll auf dem Nirvana-Trip. Ich weiß nicht. You hate everything about you. Das ist Three Days Grace. Scheiße. Wie ihr seht, ich bin der Videogameboy. Da weiß ich, da habe ich meine Expertenmeinung zu. Was Musik und sowas angeht, da kacke ich ab. Baby, werd ich gerade voll müde. Ich bin schon müde. Muss ich noch körperlich aktiv werden, indem ich hier groß und stark wie ein Mann bin. Aber ich habe dieses Profil beendet, weil das meine E-Mail ist, mit der ich meine Bewertung abgeschickt habe. Was? Ich bin nicht überfordert. Okay, eigentlich bla. You do you, and I do me, and we won't do each other, okay? Wäre nämlich komisch, wenn ich einen Pinguin bewerte. Leute, könnt ihr euch nicht noch daran erinnern, dass jemand einfach sein fucking WLAN-Passwort als Profilbild hatte? Damit er es nicht vergisst. Profilbild. Auf YouTube. Das Profilbild. Auf YouTube. Glaube okay. An Menschheit, Weltbild zerstöre. An die Menschheit habe ich eh nie geglaubt. Oh. Ey, das ist. Aber. Das ist mir gerade zu hoch, ey. Wie ist denn wirklich passiert, ey? Warum? So viel, das ist das Problem auf YouTube online, das ist so viel inkompetente Kack. Muss nur Switch-Recke sagen, oder Leute? Oder der Typ, wo ich dieses 1-Stunden-Video gehabt hatte. Dieses 1-Stündige Gespräch, well. Well denn, Mann. Soll ich mit Private bewerben? Ja! Mit BushiKiller27. Was? Ja, seine E-Mail. MuschiKiller27HD@web.de. Damit bewirbt man sich immer. Das wurde uns immer früher so bei Bewerbungen gesagt. Nicht, macht eine seriösen E-Mail-Namen, wenn ihr euch irgendwo bewerbt. Ihr könnt euch schlecht. Macht einen oder macht keinen? Macht einen. Bei mir war das so, ich bewerben bestimmt, weil meine E-Mail-Adresse muss ändern und die ist halt ein bisschen. Ist halt nicht so, ist halt nicht ein richtiger Name jetzt drin. Okay. Mein Name halt. Meine Lehrerin so, ja, ist jetzt nicht ganz so fachlich. Mach das mal weg, schreib ich das. Aber die alte war sowieso, weil. Wie die Bewerbung aufgebaut hat, das war so. Ach man, Bewerbung. Das war einfach falsch. Ich bin dann. Ich habe das anders gelernt und alle anderen haben es auch anders gelernt, aber sie meinte, so wäre es richtig, obwohl ich das nie irgendwo gehört habe. Hab
gerade Diablo X Doppel Yaoi gesehen. I want to die. Sounds like gay Japanese hentai. Why you watch that shit? Meine geht, ist zwar behindert. Wir sind alle behindert bei uns da, wo wir. Bei manchen sind sogar schwer behindert. Ich bin querschnittsbehindert. Ich bin kernbehindert, aber schwer behindert sind wir leider nicht. Aber dafür sind wir in der Mafia. Wir haben eine Mafia. Merkt euch, falls ihr das Wort. Hab ich so gesagt. Querschnittsbehindert. Wenn ihr euch querschnittsbehindert merkt und das im Alltag benutzt, das ist keine Beleidigung. Querschnittsbehindert ist ein Kompliment. Kernbehindert bin einfach ich. Ich bin crossbehindert. Das kennen wir. Mushi Killer ist die deutsche Version von Pussy Slayer. Ah, ne, jetzt muss ich auch, glaube ich, gegen dieses Pikachu kämpfen. Oh. Krass, Bilder. Nice. Aber ey, Joschka, congrats, dass du deine Switch aus den Klauen deines Bruders gezogen hast. Dafür, dass du uns jetzt mobben kannst mit diesem Pikachu. Okay, ich hab aber an den Zugfahrt können wir nicht beide gleichzeitig spielen. Das ist mir unangenehm. Scheiße. Dann bin ich wieder 5 Stationen zu weit. Uff. She dead, guys. She fucking dead. Have to get a new one. Bitte? Wenn du tot bist, brauchst du eine neue, oder? Aha. Aha. Okay. Das ist ja meine Zimmer. Oh nein, Alter. Ja, aber du warst so der Meinung, dass ich eigentlich so. Du warst so voll verwirrt, dass ich keine Freundin hätte. Ja, ist ja verwirrt. Ja, die ist schissbekannt. Fragt auch jeder so, hat ja mich auch immer jeder gefragt. So. Oh, der Liebesbrief, sollen wir von deinem Liebesbrief den du bekommen? Oh ja, jetzt. Erzähl von dem Liebesbrief. hab ich nicht ein Foto von dem gemacht? Ich glaube, ich habe auch einen. Also kann ich vorlesen da. An welchem Tag kam der an? So am zweiten oder am dritten Tag schon der Liebesbrief? Der kam voll schnell. Ich glaube, nach einer Woche. Also Marc hat, weil Marc war ja nicht von Anfang an da. Der kam jetzt später dazu. Meinst du, der Schwerbehinderte? Nein, nicht der Schwerbehinderte. Ja, genau. Ich meine Marc. Ja. Ja, und Dings. Marc ist halt so, der kam so dazu und hat halt mitbekommen, ich habe halt über Animes gequatscht so. Und dann hat der mich halt angesprochen, habe ich nach meiner Nummer gefragt. Ich dachte so, ja. Gebe ich dem die mal eingucken, ob ich den richtig einschätze. Habe ich gemacht. Also war es scheiße, dass ich ihm die Frage gegeben habe. Da hat er mir halt direkt so. Dann habe ich auf einmal so ein Liebesbrief gehabt im Zimmer. Ich denke so, was? Jetzt muss ich den vorlesen mit ganz vielen Schreibfehlern, was ich hasse. Denn ich kann gut Deutsch. Und ich mag das nicht, wenn man Schreibfehler macht, ist okay, aber wenn man so viele Schreibfehler macht, dann krieg ich Kopf. Oh, wir sind gerade richtige Alpha-Ärsche, die wir uns drüber lustig machen, ey. Der ist aber auch so. Er ist ein bisschen weird, ja. Ist okay. Aber ich hab wir sind alle weird da, das ist ein Problem. Wo hab ich denn das? Hab ich das geschickt? Ja, ne? Ich hab's selbst abfotografiert auf meinem Handy. Ah, ich hab's Bälle geschickt. Man macht Liebesbriefe, Boy. Also einer hat an Lisa einen Liebesbrief, den wir so nach einer Woche schon zu ihr geschickt. Bälle hab ich. Ja, so was kann man nur schwer für sich machen. Okay, pass auf. Attention. Aber das muss drehen. Liebe Lisa, wo ich dich kennengelernt habe, fand ich von Anfang an sympathisch und fand dich von Anfang an interessant. Du hast ein mega süßes Lächeln und ich liebe deinen Charakter. Was ich dir noch sagen möchte, ist, dass ich in der Zeit, wo ich dich kennengelernt durfte, also ein Tag. Ein Gespräch, meinst du? Das Gespräch ging noch nicht mal. Warte mal. Gefühle für dich aufgebahnt haben. Leider weiß ich nicht, ob du einen Freund hast. Seine erste Frage ist gewesen, ob ich einen habe. Darauf war meine Antwort ja. Das finde ich immer noch irritierend. Aber den Versuch wollte ich trotzdem starten, dir zu sagen, dass ich dich liebe und ich hoffe, selbst wenn du keine Gefühle für mich hast, dass wir trotzdem befreundet bleiben können. Fragezeichen. Ich liebe dich über alles auf der Welt, dein Marc. Uff, ey. Uff, so romantisch.
Diese Inkompetenz hat nochmal Bene. So romantisch, man. Wer der reagiert, als wir zusammengekommen sind? Er reagiert halt. Weiß der überhaupt, dass du. Weiß der nicht. Oh, spielst du dich jetzt so langsam rum, dass wir zusammen sind. Das ist so schräg, weißt du, alle so, oh, die müssen zusammenkommen und jetzt sind wir zusammen. Ich hab's Jasmin erzählt. Ich hab's Jasmin erzählt und trotzdem weiß es keiner. GG, Joschka. Fuck, ey. Wir müssen einfach mal so einfach mal da hinsetzen und uns knutschen, ey, dann. Ja. Aber da kommt wahrscheinlich immer noch die Frage so. Aber dann seid ihr nicht zusammen. Mit zusammenkommen. Ist so gut zusammen. Ich mache nicht mal viele Schreibfehler, auch wenn meine Muttersprache nicht Deutsch ist. Und es ist meine Mutter. Es ist in meiner Sprache keine Rechtschreibung gibt. Kennengelernt durfte. Ah ja. Kennengelernt durfte. Warte, ich hab's nochmal vergessen. Insta ja. Bitte. Ich schreib's euch rein. Mal Insta verlinken eigentlich. Nee. Also ich weiß, dass man es auf Snapchat, glaube ich, oder auf Telonym kann man das Insta verlinken. Ja, stimmt. Falls ihr euch was nicht traut zu fragen, könnt ihr sie Telonym. Telonymieren. Ja, mein Telonym, falls ich es überhaupt richtig ausspreche, ich bin nämlich nicht in Englisch. Telonym, das hört sich ganz gut an. Ja, eigentlich. Snapchat! Das müsste richtig sein. Also, wenn ihr. Also, mein Link da, wo auf das Profil ist, bei mir in der Beschreibung drin auf Insta. Und dann könnt ihr halt alles Mögliche fragen, so falls ihr euch nicht so traut. Ja, so jetzt frage ich mich, von wem die Fragen kommen, die dann irgendwie mit mir zu tun haben. Wenn überhaupt. Ich habe auch schon wegen meinem Ex-Freund habe ich auch immer viele Leute angesprochen. Wie würdest du deinen Freund beschreiben? Und dann habe ich, glaube ich, nur nett geschrieben. Uff, ey. Ja, keine das Ahnung. War noch nicht auf mich bezogen. Ja, war noch auf ihren Ex bezogen. Ja, der war nicht so. War ein bisschen. War nett. Noch nicht mal. Gegen Ende nicht mehr. Wie alle Jungs. Werden gegen Ende irgendwie. Also, tja, dann darfst du es nicht enden lassen. Das bestimmt auch. Nein! Mal gucken. Ich meine, ich bin halt noch nicht so lange mit dem auseinander und ich bin momentan noch so, ja, mach mir die Haare weg. Ja. Bin momentan noch nicht so, achso, ja, auf TikTok stimmt das. Ich hatte mal TikTok. Ich hab ihn, aber ich sag, das ist so, ich hab's nicht mehr. Und ich hab da auch keine Videos von mir hochgeladen. Das war so ein Anime-Zeug, was ich dran gehabt. Was ist los mit mir? Wie ist die Raftalia-Cosplay? Me like it. Ich hab ein Raftalia-Cosplay auf der Gamescom gesehen. Hab mich aber nicht wirklich getraut zu fragen bei dem Raum. Ich hab mal eine Chibi-Cosplayerin angesprochen. Und die eine Yuki-Cosplayerin, mit der habe ich auch ein Foto. Die hat den Cosplay-Wettbewerb auf der Animatic 2017 gewonnen. Ey, da ist so Lukas, mein großer Bruder, der Dachsmiller. Nice. Dachsmiller, auch richtig ausgesprochen, ne, Lukas? Alter, tut mir leid, mein Englisch is not the yellow from the egg, man. We release, she is 10. Big Time Uf. Ich krieg ein Big Time Uf, man. Muss ja Big Time Rush denken. Oh, Copyright Claim instant. Scheiße. Nein, ich hab's ja wirklich Schiss bekommen. Nein. Wegen Copyright. Ja, ich bin behindert, okay? Ja, wir sind alle behindert. Da. 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 Wir sind eigentlich nicht. Doch, wir sind ja eigentlich behindert. Da. Ja, wir sind behindert. Da. Ich aber noch nicht für Schwerbehindert. Mann, die Schwerbehinderten haben es so leicht im Leben. Einfach die können einfach kostenlos hin und her fahren. Wie sie wollen. Voll fies. Auch schwer bin dann sein für das Ticket. Oh, schwarzer King Kerul. Okay, Leute, so lange machen wir nicht. Vor allem, ich müsste hier noch Mini Mama wieder aufräumen. Boah, ich wollte gerade einen Spruch raushauen, aber dann verkneife ich mir. Was? Da war es wohl letzte Nacht zu wild. Batchboard. Oh, meine Wurmbetreuerin so. Ja. Du willst mich doch verarschen, Mann. Wir haben gesehen, wie du im Bademantel zu goldenen Ananas gerannt bist. Ich hatte so, ja, das ist Teil der Show. Ich so. Alex. Mega. Mega.
Richtig. Ah, weil der Chat hat sich mittlerweile auch beruhigt. Das she has a Discord. Nee. Was? Ob du Discord hast. Ja, also sie schon, hat, aber. Nutzt es nicht. Nutzt es nicht. Wie mein Insta. Ist ein Nutzer. Ja, aber ich meine im Vergleich, so wie ich Insta habe, was also, ich nicht benutze. Ah. So hast du Discord, was du nicht. Ja, nutz mal mehr. Gib mir dein Passwort, dann mache ich dich berühmt auf Instagram. Insta. Willst du mich berühmt mal auf Insta? Ich lade komische Bilder von dir. Der Apfel sei mit euch. Was für ein Apfel? Ja, das ist sein. Er ist immer so ein Apfeltyp. Das ist denen ihre Religion, diesen Äpfel. Und sie hassen Birne. Also wenn du meinen großen Bruder beleidigen willst, schon sind einfach nicht Bieren zum Geburtstag oder Weihnachten. Boah, das mach ich immer nicht. Also wenn ich nett sein will, muss ich den Apfel. Lukas, wir müssen immer noch einen fucking Nimbus 2000 für Potter an Geburtstag oder Weihnachten schenken. Ey. Nimbus 2000? Oder ein Zauberstab. Oder schenk mir auch was von. So ein Nimbus 2000. Oh ja, den Unsichtbarkeitsvorhang. Ja, ja klar. Den Vorhang. Umhang. Den Umhang. Den gibt's ja. Oh Alter. Shit, der Counter. Es wird die ganze Zeit durch das Ohr so voll. Das sieht aus wie Mark. Wer so nah so, der läuft so vor uns her. Er ist so klar, Mann. Ja, Mann. Hey Leute, ich bin auch mal wieder da. Hey, bist der Green Apple? Du kommst drin, Mann. Ja, warum nicht, ey? Boah, das müssen wir echt einfach mal mitbringen, das wäre so fucking funny. Ah, what a funny joke, Mark. Anyway, how is your sex? I did not hit her. It's bullshit. I did not, warte mal. Sieht man eigentlich. Was meinst du wohl? Was denkst du, was ich meine? Nee. Ja, dich sieht man schon. Ja. Ah Gott, Alter, war mich vor. Ich hab mich erschrocken. Bauchstreichen. Ja. Erschrockt. Erschrockt. Erstreckt, Mann. I send you Jojo in one picture. Okay, sorry. Jojo in one picture. Jojo's beside Vision. Only Jojo would try something that stupid. I don't even know what's happening there. I don't know. Uff, ich hab den Chat wieder. Nein, ich mach alles kaputt oder Technik. Ja. Ah, wenn ich meine Maus Doppelklicks machen, wo ich es will. Du bist der Green Apple, wahrer Gläubiger. Ich hab jetzt echt mehr Mobbing von dir erwartet, ehrlich gesagt. Ich hab jetzt mehr Mobbing von dir erwartet. Nee, ich hab's nur erwartet. Was ist das denn? Das ist so nix, ey. Und die Mob, also sie ist richtig Zundere, Leute, ja. Sie ist richtig Zundere mit so Backpfeife und Barker-Schreien und alles, ne? Barker! Boah, du zuckst schon zusammen. Sie ist auch begründet. Sie also überlegt euch nur mal, wenn dieser Beziehung das Opfer ist. Sorry, not sorry. Ich hoffe einfach, dass ich dieses Pikachu noch besiegen kann, ey. Ich glaub nicht dran. Wenn es einer schaffen kann, dann nur ich. Mein Counter hat mich funktioniert. What the fuck? Oh ja! Toyota! What kind of car do I drive? Toyota. Funny joke. Hello guys, I am Kermit. Uff. Oh, ich wollte noch mit in den Tod, nee, aber nee. Very, very wholesome couple. No. Au, Mobbing. Am Arbeitsplatz, nein. Pikmin, when? You mean, wann ich Pikmin mache, Bexler, oder wann Nintendo ihr Pikmin macht? Oder beides. Beides. Keine Ahnung. Also wenn ihr wisst, wann ich Geburtstag habe, dann fangen meine Herbstferien an. Dann hätte ich wieder mehr Zeit für euch zur Verfügung, ihr lieben Leute. Das kann ich nicht counten. Great. So, wie viel mehr Follower habe ich jetzt?
3! Wow! Oh mein Gott! So, Junge! So ein erfolgreicher Push auf Insta. So, Junge! So, Junge! Oh, ich muss das heute nochmal hören, ey. Ich will China, ich will China auf WhatsApp haben, weißt, dass er mich anschreibt und so jung als wenn er das nächste, wenn wir das nächste Mal schwimmen gehen, dass der einfach mitkommt, dann immer wenn er irgendwo runterspringt. So, so Junge! Junge! Ja, ich glaub, der macht dann diese Scheiße. Keine Ahnung, Mann. Kommentare, warte, 29.9. sind deine Ferien? Ja, die fangen, na, offiziell fangen sie am 30. an. Aber das ist, weil das der Montag ist. Aber dafür, das Wochenende vorher fahren wir dann auch schon los, ne? Ist ja klar. Kennst du das, wenn dein Schlafrhythmus am Arsch ist, wenn du tagsüber müde bist und nachts wach bist? Zurzeit nicht. Zurzeit schlafe ich eigentlich nachts. Regelmäßig. Naja, manchmal, wenn ich nachts wach, ist das passiert. Normal. Das ist, wenn Alex so eine verrotzte Nase hat. Aber ich schlafe tatsächlich so. Da, gut. Da, wo ich momentan bin, jedenfalls gesagt. In meinem BVB, in meinem Internat einmal. Schlaf ich besser als zu Hause. Ja. Zu Hause bin ich 5-mal in der Nacht aufgewacht. Da wache ich höchstens einmal auf. Ich schlaf durch und macht auch alles Spaß. No. Ja, Mann, mir geht's da so viel besser in diesem Internat. Das ist genauso viel WLAN wie zu Hause. Ich hab gar keinen. Der hier ist jetzt ein WLAN-Home. Ja, jetzt gerade ist so perfekt. Ist mal was anderes. Perfekt. Ja. Du sitzt neben mir und mein Handy mit WLAN sitzt neben mir. Mein Handy mit WLAN sitzt neben mir. Also mal die zwei wichtigsten Sachen im Leben. Du und mein Handy mit WLAN. Also wenn es Sora in Real Life gäbe, also da auch muss ich einfach so nur cosplayen. Ja, cool. Wenn du das nicht gut machst, dann bist du sehr, sehr scheiße. Sehr scheiße. Also ich habe schon richtig beschissene. Also am liebsten hätte ich gerne mal mit irgendeinem Sora-Cosplayer ein Foto gehabt oder so, aber die sind einfach alle scheiße. Okay, Leute, ich muss sagen, das wird jetzt, glaube ich, der letzte Kampf. Weil dann ist 4:30 und dann muss ich hier noch ein bisschen klar Schiff machen und dann zum Zug. Dönerrahmen? Sowas gibt's? Ich habe jetzt erfunden gerade. What the fuck? Ach so, ich hab gesagt. Oh Mann, ich sollte vielleicht erst da oben die Nachrichten lesen, bevor ich da unten anfange. Ah Mann, ich konnte zweimal nicht gegen Joschka gewinnen. Echt. Du kannst ja gleich gegen mich spielen, dann kannst du wieder besser. Nee. Ich verliere, egal was ich. Ja, wenn ich gegen dich Dame spiele. Wenn du gegen mich Dame spielst, hast du keine Chance. Dann fühle ich mich noch beschissener. Okay. Also, da drin bin ich jetzt nicht so gut. Aber was Brettspiele angeht, da bin ich besser. Selber ich nur, das sind Dame. Wenn ich Schach könnte, wäre ich wahrscheinlich in Schach auch besser. Schach bin als ich du. Komplett. Da muss ich mal Ole fragen, ob der mir das zeigt. Oder mein. Der Ole. Oder mein, denkst du ehrlich, Ole wäre ein guter. Ja. Der ist eigentlich ganz nett zu mir. Ja? Außer er bewirft mich mit Erde. Aber ansonsten ist er nett zu mir. Oder ich könnte meinen Ex-Ex-Freund fragen. Mit seinem schwulen Ex. Mein schwuler Ex. Der hat mich schwul gemacht. Also, nein! Bist, also wenn ich schwul komische werde, dann lag es an ihr, Leute. Alter, ich warte darauf, dass mein letzter Ex-Freund schwul wird. Alter, ich stell's mir vor gerade. Ah, nee. Alter, so, ist das so ein Boy mit Chubby-Fetisch dann am Ende? So. Chubby kann gut Schach spielen. Play against me. Nee, sie will's ja lernen erstmal. Kann's ja noch nicht. Ich schwöre, ich mache einen Tutorial-Kanal. Ich würde gerne mal schwul werden. Was? Kombinator, you serious? Patentieren. Patentieren? Damit du dir die Rechte dafür halt. Das ist ein neues Wort gerade für mich. Oh, ja, nice. Ein Patent anmelden. Yes. Lernen muss. Man lernt immer dazu. Wer ist jetzt Pietendo überhaupt? Also. Oder ich mach dich lesbisch. Nee. Was? Mach ich dich lesbisch. Bei einem unattraktiven Körper. Alter, ich hab Warte, mit meinen Männertitten mag sie lesbisch, ne? Ja, Mann. Was war jetzt dieser Blick, so? Der war so ein bisschen gestorben. Was, echt? Keine Ahnung, das ist so gefühlt, ne? Purification. Jetzt muss ich an Aqua Deck mit Purification durch Purification. Nice, Krabi, nice, Mann. Mach ihn einfach wie.
Mit Shannon Dreier. So jung, so jung, so jung. So jung, oh mein Gott, Alter, nein. Ah, nee. Uff, da, uff. Uff, ey. Warte mal. Nein, fuck, nein. Ah, scheiße, ich mach alles kaputt. Ah, nein. Ja. Nein. Alles, das hätte ich auch. Warte, fuck. Ich hab's schon. Nein, ich hab Uff nicht. Ich hab Uff nicht als Sound gerade eingestellt. Dein Handy musst du gleich wechseln. Ja. So, Junge. So, Junge. Ah, das ich hab den hier. Badumtsch. So, Junge, Rinder. Beste Lied von Komi ist super, ah. Alter. Ja, Mann, so Junge! So Junge! Was Konosuba in einem halben Tag durchgeschaut? Warte, erste und zweite Staffel? Und warte, Rabi, hast du Infos, wann der Movie nochmal rauskommt? Genau, hä? Von Konosuba. Wagate ich immer. Mega Minu! Yes! Alter, erste und zweite Staffel Konosuba. Ja, gut, sind insgesamt 24 Folgen, glaube ich. Let me Google. Thanks, man. Reingeguckt. Joschka wurde doch ganz zum Schluss noch vom Thron gestürzt. Dezember erst, uff. Na gut, Zeit vergeht wie im Flug, wenn ich in meinem Internat bin. Hat Lisa mich mal ohne Cappy mal gesehen? Ja, oh. Da wir ja miteinander schlafen. Bettsport und so weiter. Oh Gott, ey. Nein, Leute, fuck you, guys, what the fuck, man. Uff. Bei der improvisierten Wasserrutsche war ich Link. Ja. Ich war Link, da hatte ich gar keine Mütze an, da war ich nur in meiner kurzen Hose. Einfach mit dem so alle halb nackt und ich dann mit meinem T-Shirt. Das ist ja auch ein Grill. Ja, aber selbst Jasmin läuft die ganze Zeit. Ja, Jasmin ist auch Jasmin. Aber... Ja, okay. So, Junge! Okay, Leute, ich stell mir gerade vor, wie Jasmin. Kannst du ja mal machen. Ey, die ist viel zu langweilig dafür. Die macht so Spaß nicht. Ja, die nimmt irgendwie alles viel zu ernst, aber wirklich auch nicht so. Die ist strange, man, alles strange so. Guten Tag, Leute. Aber ich würde sagen, wir müssen jetzt leider den Stream beenden. Wir müssen es leider verlassen. Jetzt sind wir für 2 Wochen weg. Ich auf jeden Fall, du auf jeden Fall. Nee. Irgendwann müsste ich nochmal nach Hause. Ja. Obwohl. Ich glaube, ich. Samstag ist Tag der offenen Tür. Kommt da jemand von dir? Weiß ich nur, wenn oder eher wenig. Mal sehen. Meine Mutter ist scheiße, mein Vater ist scheiße, meine Omi will ich das nicht antun, dass ich so weit. Nee, lieber nicht. Ich will nicht, dass sie mitgehen soll. Bei der Arbeit. Ja, das ist so komisch, dass ich mich da umgesetzt. Also. Vielleicht krieg ich meine Schwester irgendwie. Wie soll die da hinkommen? Also tritt sie einfach ordentlich in den Arsch oder was? Ja, ich glaube so zu ihr tritt ihr in den Arsch. Ne? Das Datum? Wait, what? Vor 2 Tagen in Japan? You fucking serious, nigga? Der Film ist jetzt vor 2 Tagen in Japan rausgekommen. Und super. Yes, I read the day. Au. Was? Ah, das ist Tee. Mach mal kurz schwarz. Machst du so nicht besser? Ich wollte wissen, warum. Egal. Okay, ihr Lieben. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken, fürs im Chat aktiv sein und das Mitspielen und alles andere, was dazugehört. Und keine Ahnung, wann wir uns wiedersehen. Weiß ich noch nicht so. Vermutlich in 2 Wochen. Aber nur vermutlich, ansonsten bin ich ja eh manchmal auf Discord oder so. Bye!